und herzlich willkommen zu einem Experteninterview heute bei der Office 365 Akademie mit dem Thema OneDrive und SharePoint auf dem Client. Ich habe zu Gast den Mr. OneDrive, wohl das bekannteste Gesicht in Deutschland und vielleicht sogar auf der Welt, wenn es um das Thema OneDrive for Business geht, Hans Brender. Hans, hallo, servus, grüß dich. Servus in Schwabenland. Ding. Wir beschäftigen uns natürlich mit deinem Lieblingsthema OneDrive for Business. Ich habe da auch einen ganzen Fragenkatalog mal vorbereitet für dich. Und zwar schauen wir einfach mal drüber, was man denn mit diesem Sync-Client alles machen kann, damit ich da auch offline ordentlich arbeiten kann. Und dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal in das erste Thema ein, und zwar: Was kann ich denn überhaupt synchronisieren? Naja, wenn wir in die Vergangenheit gucken ein bisschen, dann gab es mal so einen Client mit der Office-Version 2010. Der konnte wesentlich mehr. Der konnte auch Schach spielen und verschiedene andere Teile. Der konnte sehr viel Metadaten. Heute sind wir ein bisschen beschränkt. Wir kriegen nicht immer die Metadaten mit, die wir heute haben möchten. Aber von der Grundlage muss man unterscheiden, welchen Client setze ich denn nämlich ein. Weil Stand heute, und wir müssen wirklich sagen, Stand heute, gibt es zwei verschiedene Clients. Den einen muss ich verwenden, wenn ich On-Premises-Server verwende, also SharePoint 2007, 2010, 13, 16. Da ist halt der alte Client, der ursprünglich mal vom Nachfolger von Bill Gates, und so alt ist das ganze Teil auch, letztendlich initiiert wurde, mitgebracht worden und in Office 2010 als SharePoint Workspace gekommen ist. Ist schon eine Zeit lang her. Mittlerweile haben wir verschiedene Office-Versionen. Mittlerweile haben wir auch ein Office 365. Und da hat Microsoft, nachdem also es nur oder viele, viele Probleme gab mit dem alten Groove-Client, Groove hieß das Produkt ursprünglich mal, hat man einen neuen Sync-Client gebaut. Getauft dann nachher mit dem Namen Next Generation Sync-Client. Und der kann natürlich ganz anders. Der kann derzeit aber nur mit Cloud. So, dass wir jetzt ein Problem haben. Das wird sich erst lösen, um das gleich die Frage vorne wegzulösen. Das wird sich erst lösen mit SharePoint Server 2019. Das heißt also, wir müssen jetzt nicht noch ein Jahr warten. Die Microsoft-Philosophie heißt ja immer, vom 1.7. bis zum 30.6. ist ein Geschäftsjahr. Also die fangen mitten im Jahr an. Und deshalb passt es, wo Nummern eigentlich oder Jahreszahlen drin sind, immer genau da rein. Heißt also, ab 1.7. ist das Geschäftsjahr 2019 für Microsoft, und deshalb wird er irgendwann im Herbst auch kommen. Er wird jetzt in USA vorgestellt werden, auf der North American SharePoint Konferenz, oder in anderen Bereichen hier in Deutschland kriegen wir auch, da werden die ersten Ergebnisse zu sehen sein. Das ist ganz einfach ausgedrückt ein Schnappschuss aus der Cloud, wie viele andere Server auch, wie ein Exchange-Server, der genauso letztendlich, und wo Funktionalitäten fehlen. Das heißt, man hat keine separate Entwicklung mehr, es ist nur noch eine Entwicklung, nur dass es als MSI-Paket dann ausgerollt wird und die Leute das machen können. Heißt, mit diesem Server, wenn der installiert wird, können wir synchronisieren aus allen möglichen Dokumentenbibliotheken. Heißt, ich kann ja also überall die Dokumentenbibliotheken haben, und mit dem Next Generation Sync Client kann ich dann auch auf die On-Premise-Werkzeuge für all diejenigen, die sagen, wir dürfen, wir können, wir sollen nicht, dann müssen sie auf diese Version upgraden, weil es wird keinen Rückschritt zu alten Alternativen geben. Okay. Also sprich, mit dem NGSC kann ich dann per Stand heute das private OneDrive synchronisieren, mein geschäftliches OneDrive und alle meine Dokumentbibliotheken in meinem SharePoint online, aber ohne Metadaten. Ohne Metadaten, richtig. Okay. Wir kriegen zwar jetzt die ersten Geschichten, da werden wir später vielleicht nochmal drüber reden, wo der Next Generation Sync Client als Transportmechanismus, na, nicht sagen, als missbraucht wird, damit wir eigentlich nicht wechseln müssen. Und das ist das Schöne, wo diese Bibliotheken sind, das interessiert die meisten Leute nicht. Und mit Teams haben wir ja gesehen, da gibt es ja auch wieder Bibliotheken, also nicht unstrukturierte Daten, die mit Exchange oder sowas beim Chat ausgewertet werden, das sind ja nur kleine Mails, sondern du hast irgendwo deine Daten,
ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, aber das bedeutet, die liegen dann strukturiert da. Und da muss man einfach immer nur, wenn man solche Daten auch mitnehmen möchte, ja, muss ich nur wissen, wo diese Dokumentenbibliothek ist. Da gibt es dann immer so zwei Punkte oder geht zu SharePoint, dann öffnet sich ein anderes Fenster und siehe da, jetzt habe ich wieder die typische Web-Oberfläche und dort findet sich dann an dieser Geschichte auch einen Sync-Button, sofern er nicht ausgeschaltet ist. Die meisten lassen ihn jetzt mittlerweile an und wenn ich den drauf drücke, dann synkt er direkt zu meinem Device. Ja, ja. Was ich da aber etwas schade finde, bloß weil du gerade ansprichst, bei Microsoft Teams, ich kann ja den Weg gehen und kann dann meine Dokumentbibliothek da synchronisieren. Wenn ich aber dann Teams wieder öffne, dann greift er ja, wenn ich da meine Dateien anzeige, immer noch auf die Online-Dateien zu und nutzt dann aber nicht die lokalen Dateien, die ich auf meinem PC ja schon habe, über den Sync-Client. Die Philosophie geht auch jetzt mittlerweile ein bisschen getrennte Wege. Es ist nicht, und das vergessen viele, sowas wie Dropbox, wo ich nur irgendwo einen Speicher aus der Cloud einlagere. Das gab schon früher, die ersten Versuche. Die Versuche gab es mit Windows Server 2012 und zwar mit der Version R2. Da hat man sowas wie Workfolder gehabt. Ich habe hier meinen Rechner und alles, was unterhalb Programme ist, das ist auf meinem File-Server gespeichert. Ohne Kollaboration, nur meine Daten. Und das auch so weit, dass ich dann sagen konnte, weil das wurde damals über HTTPS gesteuert, das heißt, ich konnte auch meinen Rechner mitnehmen, weil du brauchst ein Zertifikat, du brauchst eine Schnittstelle, die du öffentlich machen musst. Und da müssen wir schon unterscheiden, wenn du noch einen Exchange hast, dann war das zweimal HTTPS. Wir mussten also den Exchange-Traffic umleiten zum Exchange-Server und die anderen umleiten zum Workfolder. So hatte jeder Benutzer sein eigenes Laufwerk und konnte das machen. So wie es auch bei Dropbox der Fall ist oder bei Box oder wie auch alle möglichen Cloud-Provider halt. Aber der Unterschied geht ein bisschen weiter. Ich muss heute, wenn ich wirklich ein neues Betriebssystem nehme mit Windows 10, dann sieht es ein bisschen anders aus, dass ich unheimlich viele Daten mittlerweile mitnehmen kann, ohne dass sie mir Platz wegnehmen. Also ich habe hier jetzt ein 256 Gigabyte Device, aber ich kann auch 4 Terabyte Daten mit mir nehmen, ohne dass ich sie dabei habe. Das heißt, ich sehe, was in der Cloud vor sich geht, aber nur die Daten, die ich tatsächlich brauche, die sollte ich irgendwann mal synken. Damit kann man sehr viel Platz sparen. Das geht aber erst ab Windows 10 Version 17.09. Genau. Habe ich auch nachher sogar noch eine Folie dazu. Genau. Ja, super, klasse. Was brauche ich zum Synchronisieren? Hast du ja schon gesagt, früher den SharePoint Workspace oder die Groove.exe, heute den NGSC Sync Client, wobei die ja funktionell nicht identisch sind, beziehungsweise SharePoint Workspace da zum Teil ja mehr synchronisieren kann. Wird das noch nachkommen in dem NGSC, dass ich dann sowas wie Metadaten, Listen und so weiter auch noch abgleichen kann oder hat sich Microsoft von dem Gedanke komplett verabschiedet? Schwierige Frage, weil es gehen die Diskussionen auseinander. Ich sage es jetzt mal ganz sarkastisch, brauchen wir noch die Metadaten? Die Metadaten sollen im Hintergrund funktionieren. Der Trend, Microsoft hat dann irgendwann erkannt, aus dieser riesigen, eierlegenden Wollmilchsau, ja, die eigentlich alles Mögliche kann, den Teil zu nehmen, den die meisten Leute brauchen. Wir brauchen ein paar Dokumente, wir wollen sie vielleicht mitnehmen, wo wir kein Internet haben. Ja, nicht nur in Deutschland gibt es kein Internet an einigen Stellen, sondern auch auf der anderen Seite der Erde genauso. Das heißt, mitnehmen, wo ich das präsentieren kann, offline präsentieren kann, offline dran arbeiten und wenn ich wirklich dann wieder Internet habe, das Ganze zusammenführen. Das ist immer mehr in den Vordergrund gewandert. Natürlich gibt es noch Listen, aber die können wir nicht synchronisieren. Natürlich sage ich, ihr müsst über Teams oder wenn wir jetzt nur mal SharePoint betrachten, wir müssen auf SharePoint, weil eins ist ganz klar ein Riesenvorteil gegenüber jedem Client-Betriebssystem, die Suche. Weil noch kann Windows nicht in die Dokumente reingucken. Dazu brauche ich einen SharePoint. Wenn ich also als neuer Mitarbeiter in einer Firma anfange und man hat einen SharePoint und ich weiß, dass ich da drauf komme, ja, da hat man ja tolle Werkzeuge gemacht mit den Hub- und Teamsites und den Syncs,
dass ich dann sage, okay, ich steige hier mal an, diesen Link hat man mir mitgegeben und dann kann ich suchen. Und ich muss nur Begriffe anwenden. Ich muss nicht wissen, wie der Dateiname ist, weil das Ding in die meisten Teile letztendlich direkt reingucken kann. SharePoint guckt in die Dokumente und bringt mir die Ergebnisse. Das funktioniert mit meinem normalen Client auf Windows 7, 8 oder Windows 10 nicht, weil da hast du halt einfach Dateinamen und man kann nur nach den Dateinamen suchen. Aber der Weg wurde zum Beispiel beim Teilen schon, da werden wir später vielleicht nochmal drüber reden, aufgemacht, dass du siehst, wenn wir was teilen, wird teilen heißt, ich möchte mit dir, obwohl ich ja nicht in derselben Firma arbeite, ich möchte mit dir meine Datei teilen. Lassen wir mal das Administrative weg, ob das jetzt hier, wir reden jetzt nicht von der Personal Edition, sondern wir reden von OneDrive for Business oder irgendeiner SharePoint-Geschichte und die Administration hat mir das erlaubt, weil die kann natürlich auch sagen, nein, das kommt nicht in Frage, dass ich mit Externen irgendetwas teile. Also wenn ich teile und ich bewege mich hier ganz normal mit Word, Excel und was ich sonst alles brauche, um meine Arbeit zu erwerben, letztendlich auf meinem Rechner, ja, dann will ich nicht erst in den Browser gehen, wie früher, sondern ich gehe in meinem Explorer, den habe ich offen, da sehe ich alles und da drücke ich einfach auf die Datei, die ich hier habe, die ich mit dir teilen will, rechte Maustaste und dann geht ein Menü auf und ich sehe dann Teilen als Möglichkeit mit dem OneDrive, mit einer Wolke als Symbol und was dann passiert, und das ist jetzt der Hintergrund, obwohl ich jetzt über Teilen das erkläre, was ich dir vielleicht dann irgendwann weiter sagen will, ich kann auch irgendwann nur mehr Informationen bekommen. Also Teilen macht dann ein Menü auf, das letztendlich aber jetzt zu SharePoint sich verbindet. Ja, für diesen Vorgang brauchen wir Internet. Und genau in der Dokument-Library, in genau dieser Datei oder in diesen Ordner reinguckt, was gibt's da für Rechte und darf ich das überhaupt mit Externen teilen? Das wird mir dann dargestellt. Und dann kann ich etwas auswählen und das wird auch wieder dann der Datei zugeordnet. Aber ich muss nicht in meinen Browser wechseln, sondern ich bleibe hier im Windows Explorer. Mhm. Der Next Generation Sync Client nimmt also schon diese, wenn ich so will, dieses Handshaking oder die Informationen oder der Austausch von Metadaten uns ab. Mhm. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass wenn wir ein bisschen weiterkommen und wenn in der nächsten Zeit noch verschiedene Sachen, die noch nicht fertig geworden sind, ja, fertig werden, dass dann Microsoft auch anfängt, bestimmte Teile von Metadaten uns zur Verfügung stellen. Ich sage jetzt mal, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Du bist in deinem Windows Explorer und du siehst, okay, hier sind verschiedene Dateien synchronisiert, beziehungsweise ich sehe diese Dateien mit Files on Demand, später gucken wir da nochmal rein. Aber dann sage ich einfach, ich hätte jetzt gerne hier die Suche. Und die Suche soll nicht nur, jetzt kommt mein Blick in die Glaskugel, die soll nicht bloß lokal, sondern die soll auch dahinter wirklich gucken, was ist denn da auf dem SharePoint vorhanden. Und geht jetzt in SharePoint, nimmt diese Expression oder diesen Ausdruck, den ich eingegeben habe und bringt mir das Ergebnis dann in meinen Explorer zurück. Es ist heute noch ein Ding der Unmöglichkeit, weil der Explorer nicht alle Teile darstellen kann. Aber das wären so die Ergebnisse, dass ich zumindest mal hier eine Möglichkeit habe, nicht nur das Lokale zu sehen, sondern Teile aus der Suche. Amerikanische Kollegen haben mir dann gesagt, naja, aber du vermischst ja jetzt alte Welt und neue Welt. Da sage ich, ja, wir leben aber auch noch in der alten Welt, weil Microsoft ja noch nicht den Windows-Client so hingebracht hat, dass er auch tatsächlich die neue Welt in irgendeiner Form darstellen kann. Und das ist so eine Mischung. Also verlass die Ebene, ohne die Ebene zu verlassen. Hol dir aber die Daten, kollektier die und stell die irgendwann dar. Das sind so die Möglichkeiten, die irgendwann kommen mit den Metadaten. Und dann werden wir auch dann Metadaten sehen. Aber es ist noch ein Blick in die Glaskugel. Okay, gut. Du hast es schon angesprochen, und zwar, dass du auf deinem Notebook mit 256 GB ja auch mehrere Terabyte mitnehmen kannst. Das funktioniert über den selektiven Sync. Kannst du das vielleicht noch etwas ausführen, was Microsoft da jetzt gemacht hat und was es da für Möglichkeiten gibt? Also, wenn wir auch nochmal immer den Vergleich zu Groove, ja, sagen, beim Groove, da konnektierst du dich mit einem Library und dann kannst du alles mitnehmen oder gar nichts.
Das ist das riesige Nachteil. Ich kann hier nichts unterscheiden. Ich kann ja nicht sagen, ich mache da. Das riesige Problem ist, dass es da ein paar Geschichten gibt, wo man aufpassen muss, dass man nicht drüber fällt, weil du kriegst dann, und so komisch das nachher dann aussieht, auf einmal einfach eine, ja, gar keine Fehlermeldung. Hört nur auf zu synchronisieren. Ja, also das ist auch eine Fehlermeldung oder eine falsche Fehlermeldung, weil er überläuft. Das heißt, es sind zum Beispiel 5000 Files, wenn die überschritten werden. Und da fallen selbst Leute drauf rein, weil sie einfach nicht feststellen, es ist keine klassische Fehlermeldung, er hört nur einfach auf. On-premises. Und da hat sich Microsoft gesagt, das müssen wir ein bisschen umbauen. Heute ist es ganz anders da. Das heißt, sie haben wesentlich mehr. Man kann heute 100.000 Files machen. Allerdings sollte man nicht mehr in eine Teamsite, in eine Dokumentenlibrary reinstecken, weil dann die Performance wieder bei SharePoint Online in die Knie geht. Der Next Generation Sync Client, und du hast vorhin auch gefragt, was brauche ich dazu, ist separat downloadbar. Bei Windows 10 ist er schon von Anfang an mit dabei. Das heißt, du hast ihn. Und wir werden später nochmal reden, wie komme ich zu der neuesten Version. Aber der ist erstmal dabei und der kann eigentlich als allererstes, und da hat man das auch getrennt, verschiedene Sachen. Wir müssen nur mal erklären, für die, die nicht so zu Hause sind, Office 365 besteht ja für mich als Benutzer, indem ich da vielleicht je nach Plan ein paar Office-Teile habe, also Word, Excel, Outlook, PowerPoint im E3-Plan. Und dann aber auch noch OneDrive bekomme. OneDrive für viele, die mal früher mit SharePoint umwegen, ist im Prinzip nichts anderes als eine Site Collection oder aber eine My Site. So hat man es früher einfach mal im Namen gehabt. Also ein kompletter SharePoint, ja, wo ich eigentlich alles mitmachen kann. Wird aber von 80% oder von 90% der Benutzer tatsächlich nur zur Ablage genutzt. Ja. Das heißt, ich kann den verbinden. Und er wird auch so gesehen, weil in einem Tenant, in einer Mieterumgebung von Office 365 jeder Mitarbeiter ein Terabyte OneDrive for Business bekommt. Die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte ist, OneDrive for Business wird immer als falsch genommen, OneDrive for Business, denn wenn man nachher, man sieht kein for Business, wenn man irgendwo mit dem Browser hantiert, da ist ein OneDrive drin. Nein, das ist nicht der private, sondern man sieht hier nur OneDrive for Business. Die private Wolke, dazu vielleicht am Schluss noch ein bisschen, hat eine ganz andere Aufgabe. Aber der Next Generation Sync Client ist dabei. Und wenn ich mich jetzt verbinde beim allerersten Mal, ja, ich habe also hier einen Rechner, ich habe das Ding installiert auf Windows 7, Windows 8, 8.1, auch das funktioniert, Windows 10, egal welche Version, ja, und dann öffne ich das und dann muss ich mich erstmal verbinden. Und die erste Verbindung erfolgt von unten, von meinem Device zur Cloud. Das ist für mich immer oben. Ja, jeder weiß, die Cloud ist nicht oben, aber wir benutzen es trotzdem. Von unten, von meinem Device. Und er fragt mich nach meinen Credentials, die ich eingebe. Ja, das ist meine E-Mail-Adresse, bam, 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 wie die auch immer aussieht, mit den Credentials, also mit meinem Passwort. Und dann verbindet er sich. Und dann verbindet er sich als allererstes, weil jeder einen hat, mit OneDrive for Business. Das ist genauso mit OneDrive Personal, kann ich das genauso machen. Dazu brauche ich aber nicht irgendwelche Office 365. Die kann man jederzeit bekommen mit einer sogenannten Live-ID oder MSA, also ein Konto bei Microsoft. Das kostet nicht, man muss sich nur einmal anmelden auf Outlook.com oder so. Und dann bekomme ich hier einen Speicher, der mir persönlich zur Verfügung steht. Der benutzt denselben Next Generation Sync Client zur Synchronisation. Auch ich habe zum Beispiel vier verschiedene OneDrive Personal, aber es gibt eine Regel, es kann nur einen geben. Ein einzelner pro Device, pro Maschine kann ich nur einen OneDrive Personal verbinden. OneDrive for Business hat jeder Benutzer in einer Firma auch nur einen. Aber der Unterschied auch zum Groove Client ist, dass der anders da instanziert wird oder der anders da gehandhabt wird. Das bedeutet, ich habe hier meine erste Instanz ist OneDrive for Business zum Tenant 1. Ja? Und dann habe ich vielleicht irgendwo auf eine Teams-Site. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil. Also wenn ich die Sache dann installiert habe, kann ich das genau umgekehrt machen, indem ich an diese Seite gehe. Ich will aber erstmal mal sagen, wir waren ja vorhin bei Selective und Sync stehen geblieben oder die Frage. Und das ist der wesentliche Unterschied. Ja. Auf Windows 7 ist es auch so. Das heißt, ich verbinde mich mit meinem OneDrive for Business und wenn da schon Daten werden, dann kann ich die auswählen. Das heißt, es geht ein Fenster auf, das ist ein Filter.
Ich filtere all das aus, was ich synchronisieren möchte. Damit kann ich selektiv handhaben, den Ordner 2016, ja, das Jahr ist schon lang vorbei, 2017 nehmen wir auch nicht mehr mit, ich brauche nur noch das aktuelle Jahr 2018. Das heißt, die anderen zwei Ordner deselektiere ich und die werden dann nicht synchronisiert. Ab der Version 17.09 gibt es dann auch noch zusätzlich, also nur bei Windows 10, gibt es auch noch mal zusätzlich etwas, das nennt sich OneDrive Files on Demand. Und das ist dann nachher, der Filter ist weiterhin da, aber ich kann auch die Dateien nachher darstellen. Die werden nicht sofort synchronisiert, sondern das ist eine reine Darstellung, ohne dass sie Platz wegnehmen. Mhm. Und das ist der wesentliche Unterschied. Also erstmal selektiv Sync bedeutet, aus einer Auswahl, die ich habe, wohin ich mich auch verbinde, bekomme ich diese Daten immer erst zur Auswahl und kann sie auch während der Zeit immer wieder rechte Maustaste auf das Cloud-Symbol in der Notification Area, also in unserer Informationsleiste, und dort dann auf Settings gehen, dann kriege ich die alle angezeigt und dann kann ich sie auch hinterher nochmal beeinflussen. Das Schlimme an der ganzen Geschichte, wenn ich jetzt 2016, um mir einfach so eine Struktur, was Finanzleute immer haben, wegblende, ja, dann sehe ich das nicht mehr. Ja, ja. Ja, und das war der Nachteil. Deshalb haben sie sowas wie Smart Files, die kamen mal mit Windows 8.1, haben sie nachgebaut, mit, indem sie das Betriebssystem geändert haben und haben gesagt, wir binden das ein, ohne dass das hier Platz braucht. Mhm. Ein großes Geheimnis, sind zwei zusätzliche Attribute dazugekommen. Gucken wir uns nachher auch nochmal an, habe ich mitgekriegt. Aber die Idee, die letztendlich ist, ich kann mich selektiv verbinden. Und das ist ein riesiger Vorteil, dass ich bestimmte Dateien gar nicht haben möchte. Die Ausblende, die nehmen wir auf meiner lokalen Platte dann keinen Platz ab. Mhm. Habe ich mehrere Geräte, man darf ja mit einer Lizenz bis zu 5, ja, dann kann ich das auf jedem Gerät auch unterschiedlich machen. Ja. Beim einen nehme ich den Ordner mit, beim anderen nehme ich nicht mit. Ja. Mhm. Ich muss halt überlegen, für welchen Zweck ist dieses Gerät als solches gedacht, und dann kann ich das als solches auch einbinden. Okay, gut. Also sprich, wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir können entweder selektieren, dann wird mir das Ganze überhaupt nicht angezeigt. Also wenn ich jetzt was synchronisiere, eine Bibliothek, dann kann ich selektieren und kann sagen, ich will bloß einen Teil auf meinem Rechner haben, oder ich hole mir zuerst mal alles auf meinen Rechner, und dann wird es aber erst bei Bedarf dann nach und nach geladen, ja, über genau. Diese vier Symbole, was wir jetzt ja auch auf der Folie da sehen, und entweder Cloud Only oder dass die Datei momentan da ist oder immer verfügbar ist oder ob sie gerade synchronisiert wird. Und da muss man auch unterscheiden, jetzt zur Zeit kann man noch nicht so. Also Cloud Only ist der Erstzustand, dass es nur in der Cloud ist. Das heißt, okay, ist in dem Bereich, in OneDrive for Business. Mhm. Ich wollte vorhin noch, um das Tüpfelchen Du zu machen. Wir haben also jetzt von unten zu OneDrive Personal. Wir haben von unten zu OneDrive for Business. Und jetzt sage ich, okay, es gibt dann noch mehr. Weil in einem SharePoint Online haben wir auch noch sowas wie Teamseiten, wie Groups. Und dort gibt es ebenfalls Bibliotheken. Und die können wir natürlich aussynchronisieren. Ich muss also erst an diese Stelle gehen. Und jetzt ist der Vorgang umgekehrt. Ich muss einen Webbrowser aufmachen. Meistens kriegt man vom Administrator einen Link oder von der Fachabteilung und dann lande ich in einer Web-Oberfläche. Und wenn ich dann an einer bestimmten Stelle sehe, da ist die ganze Dokumentenbibliothek und dort gibt es auch einen Button, ja, der dann sagt Synchronisation. Und jetzt sind wir ja oben, ja, also gedanklich. Wir sind in der Cloud, wir haben den ausgewählt, drücken jetzt auf den Button. Nach einer Zwischenfrage nachher kommt es, dann wird nach unten synchronisiert. Jetzt hängt es wieder ab vom Betriebssystem. Ist es ein Windows 7, kommt wieder mein selektiver Button. Der kommt auch bei Windows 10. Ich kann etwas auswählen, aber ansonsten fängt er dann an, die ich ausgewählt habe, ebenfalls von oben nach unten zu synchronisieren. Ja. Oder aber ich bin bei Windows 10, da legt er nur die Struktur ab, weil dort habe ich halt nochmal diese Dateien. Die sehen dann alle Cloud-only aus. Mhm. Jetzt muss man sich noch fragen, was ist der Unterschied zwischen lokal available und always available? Das ist einfach wieder ein Schritt in die Zukunft. Derzeit macht es gar keinen großen Unterschied. Wenn ich auf eine Word-Datei, die Cloud-only ist, klicke, ja, und Doppelklick mache, dann holt der erstmal runter die ganze, das heißt, der geht in Status Syncing, holt sich die Datei, synchronisiert die und die Datei wird geändert in Local Available File. Mhm.
Jetzt den Unterschied zwischen lokal available und dann öffnet sich Word. Ja? Der Unterschied, es bleibt auch so lange lokal available, bis ich aufräume. Und das Aufräumen kann ich machen. Ich kann nämlich jederzeit machen, sagen, hey, ich möchte aufräumen. Wenn wir sowas später einmal, und Microsoft arbeitet daran, automatisieren wollen. Ich habe nur ein kleines Device mit 60 GB. Ich habe 2 Terabyte im Zugriff. Also Sie kriegen nur Daten angezeigt, die Sie auch synchronisieren können, wo Sie Zugriff haben, also wo man die Rechte hat. Dann bedeutet das, dass ich ja irgendwann mal aufräumen muss, weil je nachdem, wie groß die Files sind, wir können hier Dateien bis zu 15 GB nachher verwenden. Die Dateilänge mit dem gesamten Pfad kann 400 Zeichen sein. Wenn ich die aber irgendwo dann aufräume, dann muss ich überlegen, was soll ich aufräumen? NTFS als Filesystem hat 2 Daten nachher drin. Nicht bloß, wann ich die Datei erzeugt habe, sondern wann ich das letzte Mal mitgearbeitet habe. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, der könnte jetzt im Hintergrund aufräumen. Der könnte aufräumen, aber woher soll er unterscheiden zwischen Dateien, also nur die lokal available, ja, unterscheiden und die, die ich immer haben möchte. Und das ist der wesentliche Unterschied. Das ist nur in der Attribute eine Änderung, die durch diesen dunkelgrünen Kreis ausgezeichnet wird, ja, die einfach sagt, die soll ich nicht anrühren, egal was passiert. Das sind Daten, mit denen ich einmal an der Woche, jeden Tag, einmal im Monat arbeite. Die werden nicht aufgeräumt. Aber alle anderen könnte ich aufräumen. Und da ist Microsoft dabei. Ich habe mal gesagt, ich will den Leuten mal ein schönes Visio-Skript nachher machen, wie ich mir das vorstelle. Ja, Restbestand soll noch 20% sein. Ich will eine Datei ablegen. Er guckt nach, es ist nicht mehr genügend Platz. Räume erstmal den anderen Krust auf und sage, dann kann ich es jetzt ablegen. Ja, war noch zu wenig. Also nochmal gucken. Jetzt ist der Platz dabei, ich kann es speichern. Oder aber, wenn ein anderer nachher was speichert, dann geht es bei mir auch in die Synchronisation ein, muss er ebenfalls aufräumen. Das ist nicht ganz trivial. Das hat Microsoft gesagt, wir werden es irgendwann machen, um einen vollautomatischen Prozess zu haben, der im Hintergrund aufräumt. Okay. Jeder kann das auch machen, weil das ist nichts anderes als ein Attribut. Und der Unterschied, wenn man es jetzt ganz einfach ausdrückt, ja, wenn du einen lokal available oder always available File umwandelst, und sagst einfach, ich möchte hier den Speicherplatz von dieser Datei freigeben, ja, dann macht er eigentlich ein Delete von deiner Maschine, ohne dass das Ding in den Papierkorb wandert und ohne dass die Information löschen an die Cloud weitergereicht wird. Ja, ja. Und ändert das Symbol wieder auf Cloud Only, weil es ist ja immer noch da. Das ist alles. Das Aufräumen. Du hast es ja jetzt beschrieben auf Dateiebene, da kann ich das ja jetzt so machen. Automatisch funktioniert es im Moment noch nicht, hast du ja gesagt. Gibt es dann irgendwo einen Knopf, wo ich sagen kann, alles aufräumen und das mal wieder entfernen, was ich vielleicht schon seit 1, 2, 3 Wochen nicht mehr jetzt in Verwendung gehabt habe? Gibt es auch so eine Möglichkeit im Moment schon? Noch nicht. Also man müsste dann nachher einfach tatsächlich ein einfaches Batch-Kommando schreiben, also eine Kommandozeile, um dann nachher zu sagen, wo fängst du an. Okay. Er hat ja meistens so eine File-Struktur und ich muss das machen überall, wo ich oben mein Root-Level nachher habe und sage, gehe durch jeden Ordner da durch, gucke mir, ob du eine Datei findest, die lokal available ist. Wenn du eine Dateiebene hast, die lokal available ist, dann gibt es so Attribute, die man nachher als Kommando geben kann und ihm dann nachher wegschicken, dann ändert er es und macht er das schon. Okay. Aber sowas gibt es noch nicht fertiges, man müsste sich mal hinsetzen. Microsoft will das viel eleganter lösen, weil jedes Mal nur durch gehen. Ja, ich mache ab und zu, räume ich mal so manuell auf. Ich habe auch noch nicht die Zeit gefunden, eigentlich da ein Batch-Kommando zu schreiben. Weil es ist nicht kompliziert. Der geht ja nur durch eine ganze Dateistruktur durch, aber er guckt jetzt nicht, habe ich Platz für was anderes. Ich bin da ja schon 3 Schritte weiter und man muss auch sehr viel bedenken, was man da letztendlich im Hintergrund hat. Okay. Gut. Dann gehe ich weiter auf die Folie 10. Wie funktioniert die Freigabefunktion? Du hast es ja vorher auch schon angesprochen. Wir hatten ja eine Zeit, wo ich eigentlich nur was freigeben konnte aus SharePoint und aus OneDrive über den Browser. Jetzt kommt diese Funktionalität ja auch komplett in den Windows Explorer und ich habe da das gleiche Erlebnis wie im Internet direkt, wenn ich auf SharePoint oder auf OneDrive for Business stehe und ich sehe immer diese 4 Punkte vor mir, oder? So ist es im Moment
gelöst von Microsoft. Die siehst, ja, manchmal macht man auch nur einen auf, wenn man nämlich drauf ist, wenn du das hast, es jetzt gemacht aus. Das Bild, das wir also sehen, ist aus dem Webbrowser raus. Mhm, genau. Ja, weil man oben sehen wir ja, teilen, Link kopieren, herunterladen. Wenn wir dieses selbe Bild bekommen wir, wenn wir im File Explorer drin sind. Mhm. Und seit vorgestern, also das war der 25., glaube ich, gibt es auch für Mac. Da habe ich dieselbe Oberfläche. Okay. Ja, das heißt, es ist jetzt dem vollkommen egal, wo ich mich bewege. Im Filesystem kann ich draufdrücken, kann sagen, okay, ich möchte etwas teilen. Okay. So, und dann geht das Fenster auf. Manchmal kriegt man nur ein Fenster zu sehen, nämlich das jeder mit dem einen Symbol. Manchmal ist das jeder auch ausgegraut. Das ist nämlich ein rechtes Problem. Wir müssen immer überlegen, wo wir drin sind. Standardmäßig sind nicht alle Dateien offen. Auch auf Teamsites sind sie erstmal geschlossen. Was ist da der Hintergrund? Ja, nicht jedes Unternehmen überlässt den Anwendern, darf ich diese Dateien tauschen. Selbst wenn man heute eine neue Gruppe anlegt, und die kann ja eigentlich jeder anlegen, also auch der Geschäftsführer, manchmal wissen Geschäftsführer auch nicht, was sie machen, indem sie dann die Dateien nachher in dieser Gruppe jemanden extern teilen. Und dann hat er auch noch vielleicht eigene Dateien da drin, wo man dann sagen möchte, also die sollte nur mit seinem Kollegen teilen, aber nicht extern. Deshalb ist standardmäßig das auch ausgegraut, ja, also jeder. Jeder kommt auch noch in einer anderen Philosophie zu tragen. Das heißt, ich kann dich mit jedem Externen nachher teilen. Okay. Während Personen bei Office 365 oder Personen mit Zugriffen, bestimmte Personen eigentlich die Internen innerhalb unseres Tenants betragen. Je nachdem, was ich jetzt also machen will, mit wem will ich meine Dateien teilen, muss ich da also dann draufdrücken und dann wird genau das genommen. Aus deinem Bild heraus. Ja, da ist er ja schon nachher auf dem Web, guckt er sich die Datei ein oder die Gruppe, sprich den ganzen Ordner, und holt sich die Rechte raus und gibt mir dann verschiedene Möglichkeiten, wie ich weitermachen kann. Zum Beispiel hier, wenn wir auf jeder, wie es angekreuzt ist, nachher draufklicken, kommt eine andere Sache zum Tragen, die einen Hintergrund hat, dass Links nicht immer offen sein sollen. Vor anderthalb Jahren, ja, mittlerweile ist schon so lange her, in Frankfurt jemand mal auf einer Konferenz gesagt, ja, ich bräuchte eine Liste mit allen offenen Links. Und ich habe dann gefragt, was brauchst du denn so eine riesige Liste? Was machst du damit? Dann sagt er, naja, wir haben 1500 Benutzer. Und dann habe ich gesagt, okay, denkt einmal nach, wir hätten 10.000 Benutzer. Und jeder hat nur drei Links offen. Dann hast du eine Liste, eine Excel-Liste über 30.000 Links. Was soll es bringen? Ich weiß, man kann jetzt über Compliance und so weiter reden, aber und manchmal brauchen die Leute das auch. Aber im Endeffekt hat Microsoft eine viel bessere Möglichkeit geschaffen, nämlich das ganz unten ein Datum vorzugeben. Das ist noch nicht so, wie ich mir es wünsche, weil es geht zurzeit nur für den gesamten Tenant eine Vorgabe, die der Administrator geben kann. Der Administrator kann also sagen, okay, ich lasse für den gesamten Tenant 60 Tage zu. Das heißt, dann kann ich immer nur, wenn ich die Datei heute aufmache, dann landen wir irgendwann im Juni, ja, und da steht das Datum. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Wir können es verringern, indem wir auf das Kalender-Icon klicken. Wir können es nur verringern. Und das gilt leider für den gesamten Tenant. Das heißt, für sämtliche Groups, Teamsites etc., überall, alle Dokumentenbibliotheken werden hier Standard komplett übergeben. Ich hätte mir da ein paar Unterschiede gewünscht, denn die Finanzleute, die wollen nur vielleicht ein viel geringeres Datum haben, und wenn wir in Marketing oder sowas sind, hätten wir vielleicht ein längeres. Was das bedeutet, ist einfach, dass nach diesem Ablauf des Datums der Link wieder geschlossen wird, der externe. Ein weiteres ist auch noch interessant, wenn ich das jetzt verschicke, weil wir hatten früher mal, und das ist in OneDrive Personal wesentlich einfacher, weil da brauche ich gar nichts, da kann ich jedem was nachher schicken. Und hier unterscheidet sich das auch. Es ist ein Firmentenant und ich lasse die Leute ja auf irgendwelchen Inhalte von, oder Content, wie man so schön im Englischen sagt, ja, auf meinem OneDrive oder in einer Teamsite zu, dass ich das mit einem externen teile. Und das kann natürlich nur so eine Sache sein, ja, wie lange möchte ich das haben? Und nicht nur das Datum ist wichtig, sondern wie der gesamte Vorgang nachher eingebunden wird. Wenn ich das bei jeder mache und derjenige kein Microsoft-Konto oder kein Office 365 hat, also zum Beispiel der typische Gmail-Nutzer, ja, dann kann der nicht sofort darauf zugreifen.
Also wenn er kein Konto hat, dann guckt das nach, dann muss er noch einmal in sein Postfach gucken, in dem Moment, wo er drauf geklickt hat, ja, an dieser Mail, die wir eben dann zukommen haben lassen. Und da kommt dann noch einmal ein 6-Digit-Schlüssel, das heißt eine Nummer mit 6 verschiedenen Zeichen, die er eintragen muss. Also es wird dann auch dort noch einmal identifiziert, dass er derjenige ist. Ich habe ja, wenn ich Übernehmen drücke auf dieser Folie, auf diesen Button, dann habe ich die Wahl, das entweder automatisch zu verschicken mit einem zusätzlichen Satz oder aber den Link, den ich habe, ja, in der Zwischenablage mein Outlook starte, dort ein schönes Mail dazu schreibe und an irgendjemand verschicke. Also das ist die Teilenfunktion. Nochmal, das, was wir auf dem Bildschirm sehen, ist die Darschicht oder ein Ausschnitt aus dem Browser. Das kann ich genauso aus dem Internet Explorer letztendlich, nicht aus dem Internet, aus dem ganz normalen Windows Explorer oder aus dem File Explorer bei Mac heute benutzen. Du kriegst denselben Dialog. Okay. Was ist denn der Unterschied? Ich denke, das geht sicher vielen so. Es gibt ja Personen bei Office 365 Netzwerk, da steht einfach der Firmenname immer dran. Das ist ja soweit verständlich. Dann ja. Bestimmte Personen, dann kann ich die Leute nacheinander angeben. Aber was bedeutet denn Personen mit Zugriff? Naja, wenn schon ferne weg Leute irgendwo das haben. Denkt ja einfach mal, wir machen jetzt zusammen, wir sind beide arbeiten wir im Marketing. Ja, wir haben also schon Zugriff, aber nicht immer ist es damit getan, dass man etwas irgendwo hat und dass man dir schnell mal etwas machen möchte, einfach mal eine Information zukommen lasse. Mhm. Ich versuche eigentlich, das immer permanent selber zu tun. Nichts mehr als Anhang zu verschicken, auch innerhalb der Firma, sondern hier eine Freigabe holen. Und dann ist eine Person mit Zugriff, die haben schon Zugriff, da brauche ich keine Rechte mehr. Du hast Zugriff. Wenn wir in derselben Firma arbeiten, dann hänge ich das hinten dran. Das heißt, ich schreibe, hier ist die gesamte Arbeitsweise und Arbeitsweise, Strägstrich, das ist Steuerung K und dort trage ich den Link ein. Den zieht man nicht. Viele machen immer den Link. Ich finde, das liest sich schlecht, vor allem wenn man sich was vorlesen lässt, sondern man kann das vergessen. Man muss nur diese Kurzanweisung Steuerung K kennen. Ja, wenn man irgendeinen Begriff hat, den man also selektiert im Mail, Steuerung K und dann den Link einträgt, der in der Zwischenablage ist. Dann ist es für dich einfacher. Du musst jetzt nicht hier in deinen Browser gehen, du musst nichts machen, sondern du klickst drauf und er muss nicht authentifizieren, weil du bist authentifiziert, weil du ja schon die Rechte hast. Aber du landest direkt in dem Dokument, den ich hier eben habe oder in dem Ordner. Also sprich, wenn ich aber jetzt den Link kriege und ich habe jetzt keine Berechtigung, dann kann ich auch mit dem Link nichts anfangen. Nein. Also sprich, ich habe da wirklich nur einen Link, aber es wird nichts an den Rechten verändert. Okay, jetzt haben wir ja unten über dem Datum noch die Möglichkeit, Bearbeitung zulassen. Für diejenigen, die aus der SharePoint-Welt aber kommen, die kennen ja so Berechtigungsstufen wie Lesen, Mitwirken, Bearbeiten, Entwerfen, Vollzugriff. Ist das mit irgendwas deckungsgleich? Weil diese Begrifflichkeiten werden hier ja, die kommen ja gar nicht mehr so zum Tragen, wie wir die von früher her kennen. Du hast es ganz richtig gesagt, sind zwei Sachen. Erstmal früher und zweitens, was man machen sollte. Es gibt eigentlich nur noch zwei Sachen, die ich gut finde und selbst den zweiten finde ich nicht gut. Bearbeitung zulassen bedeutet einfach, du darfst an der Sache gleichzeitig dran arbeiten. Wir sind jetzt mitten im Co-Authoring. Das heißt, du kannst dran arbeiten, offline, online, wie auch immer. Ja, wenn der Haken draußen ist, dann ist das ein Read-Only-Modus. Und das zeigt, wo der Trend eigentlich heute hingeht. Mit der Synchronisierung kann der nämlich bestimmte Sachen nicht, weil wir sind im Filesystem. Und im Filesystem kann man nachher nicht sagen, ist es offline, ist es online. Doch, das kann es nachher darstellen. Aber es kann nicht sagen, darf ich dran arbeiten, wie sieht die vierte Berichtigungsstufe, ich merke mir die schon gar nicht mehr aus dem SharePoint, sondern manchmal haben sie schon ihre Wirkung. Autorensysteme etc., da macht es durchaus Sinn. Aber normal sage ich den Leuten, wer in einem Team oder in einer SharePoint-Seite Zugriff hat, in die Dokumentenbibliothek. Gebt den Leuten alles oder gar nichts. Die Leute wissen mittlerweile mit den Rechnern umzugehen und es wird keine. Die Befürchtung der Administratoren von früher ist immer, ja, wenn einer was löscht. Und du weißt selber, was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich was lösche. Ja, wenn ich was lösche, dann wandert das Ganze, kommt drauf an, also auf der Maschine, wenn ich eine Datei hier sehe und nachher auf Entfernen drücke, ja, dann wandert die in den Papierkorb.
Das Löschkommando geht in die Wolke, dort wird es gelöscht, ja, wandert dort in serverbasierenden Papierkorb. Ich kann das auch da wiederholen. Das heißt also, das ist natürlich dann schön, dass der Administrator einem dann sagt, du solltest mit deinem Entfernen schon mal aufpassen, aber nicht jeder ist dabei tagtäglich und das ist oftmals, wird es ein bisschen übertrieben, dass man einfach löscht. Ja, nur zwischen löschen und angucken ist auch kein Unterschied. Ich kriege ab und zu komplexe Anforderungen, wo es heißt, hey, ich hätte gerne, dass die Ordnerstruktur nicht geändert werden kann. Ja, das sind dann so schöne, natürlich geben wir den Leuten nachher was mit. Aber je mehr Leute drin sind, wenn es nicht bloß zwei Leute sind, werden die einander Hinweisen geben und zu so sagen, guck dir mal die Struktur an, deine Datei ist falsch. Ja, die gehört da und da hin und das zeigt man denjenigen und dann weiß er darüber Bescheid. Ja, also diese Eigenmächtigkeit, bestimmte Sachen nicht zu verändern oder zu verändern, die bringt nur unheimlichen Aufwand mit und ich glaube, die Administratoren haben heute was anderes, viel Besseres zu tun, als über solche Sachen zu legen. Lass sie zugreifen, entweder du bist drin in dieser Teamzeit oder du bist nicht drin. Ja. Und die Bearbeitung zulassen ist einfach, ich benutze es manchmal bei jeder, sehr gerne. Ich bin nicht derjenige, der jetzt nur sagt, du kriegst eine PDF. Man kann heute PDFs auch wieder auflösen. Außerdem ist es viel schöner, wenn du in eine PowerPoint von mir bekommst, wenn du irgendwo draußen irgendwo einen Vortrag hältst in der Community. Deshalb lasse ich trotzdem den Hebel und mache Bearbeiten zulassen weg. Dann kannst du zwar diese Sache downloaden und lokal verändern, aber nicht meine Datei, wenn Leute irgendwo, die kriegen das zur Verfügung, das soll aber keiner dran rumschrauben können. Das ist ein Unterschied, ob ich irgendwo jemanden sowas aufgebe, wo ich irgendwo in der Community geredet habe, ja, und dann sage, hier gibt's einen Download, da könnt ihr euch die Sache holen, ja, da ist dann Bearbeiten, Zulassen aus. Und ansonsten lasse ich das eigentlich immer an, wenn ich mit den Leuten miteinander arbeite und diese Sachen bearbeiten möchte. Okay, gut. Dann habe ich noch eine Folie zu, wie ist denn die Architektur von der Synchronisation? Die Folie stammt ja von dir. Kannst du uns da noch etwas dazu erzählen? Was passiert denn da im Hintergrund? Im Hintergrund, ja, kann ich schon machen. Eigentlich passt es immer noch für beides, für den alten Groove-Client, sowohl als auch der Next Generation Sync Client. Der wesentliche Unterschied ist das Symbol neben dem Upload Center und die Techniken, die dann nachher involviert sind. Das Symbol ist nämlich ein Access-Symbol. Und fangen wir mal mit dem alten an, wenn wir wirklich sagen, wir arbeiten noch mit On-Premise. Dann sieht es so aus, dass alles, was synchronisiert wird, nicht bloß den tatsächlichen Inhalt hat, sondern der Faktor 1,7 dahinter steht. Das heißt, das Ding wird in die Datenbank eingetragen, da gibt es ein Cache-Verzeichnis und dieses Cache-Verzeichnis läuft genauso oft zu. Kommt drauf an, was für Dokumente du letztendlich drauf hast. Das heißt, die werden da angelegt und sollten ab und zu mal auch den Cache geklärt werden. Das macht man dann in dem Upload-Center, was viele gar nicht wissen, dass es das auch gibt. Das Upload-Center wird dafür benutzt, gemeinsam mit Dateien zu arbeiten, bearbeiten. Auch Groove soll das zum Teil können, es hat aber nie richtig funktioniert, lasst die Finger davon. Ja, das heißt also, man hat hier da ein Center und eigentlich ist es viel wichtiger geworden, wenn wir uns den Next Generation Sync Client angucken. Also, eine Datei mit 1 Megabyte hat also schon mal 1,7 Megabyte bei mir auf dem Rechner links unten, wo ich davor sitze. Toll, das nimmt nur Speicherplatz ohne Ende weg, nicht bloß das 1 Megabyte, sondern noch ein bisschen mehr. Das ist sogar so weit gewesen, dass diese Access-Datei, die es übrigens heute immer noch gibt, ja, auch auf Rechnern, die gar keinen Access ausführen konnten, die zum Beispiel die ersten Surface-RT-Komponenten, da war nie ein Access drauf, konntest auch nie installieren, ja, aber da ist diese Datei drauf, weil die wird von dem alten und dem neuen Client letztendlich benutzt. Wenn wir den neuen Client angucken, dann passiert da ein bisschen weniger. Da ist diese Datei eigentlich nur noch dazu da, um Co-Authoring nachher zu beschleunigen. Weil Co-Authoring ist nicht so ganz einfach. Das sind nicht zwei Rechner, die permanent miteinander verbunden sind. Co-Authoring funktioniert ohne Probleme bei Highspeed-Netzen, wenn wir wirklich einen guten Zugang, wenn beide einen guten Zugang haben, oder bei einer Verbindung,
wo ich sagen kann, ich mache das mit direkt in der Cloud, also zum Beispiel mit Word Online, Excel Online oder so, dass ich hier, dann funktioniert Core-Authoring hundertprozentig. Ich sage jetzt auch gleich, was, das ist der wesentliche Unterschied zu einer Dropbox, dass man sowas machen kann. Aber trotzdem müssen die Dateien in einem speziellen Protokoll übermittelt werden. Und dieses Protokoll, das wir da drin haben, das ist auch so, dass es ein Co-Authoring kann. Es wird nicht jedes Mal die ganze Datei übertragen, sondern es wird nachher nur noch ein Strichpunkt übertragen, wenn ich gerade eingebe. Es ist eine Zellschutzbar. Wenn du in Excel Online das nachher machst, mit mehreren Leuten arbeitest, dann arbeitest du, ist der kleinste gemeinsame Nenner die Zelle. Das heißt, da gewinnt, wenn beide in die Zelle C3 anspringen, der, wo zuerst auf Return drückt. Und genau diese Änderungen, die hier dabei sind, die muss man letztendlich irgendwo sehen, die müssen übertragen werden. Ja? Und nicht jedes Mal die 10 Megabyte große PowerPoint, weil das wäre viel zu aufwendig, da würde kein Co-Authoring nachher funktionieren. Um diese Datei nachher aber dann auch wirklich zusammenzuhalten, ist diese Access-Datenbank noch da. Ansonsten hat sie nur einen unterbenutzten Teil. Heißt also, der Next Generation Sync Client benutzt zwei Protokolle. Das eine ist, wenn ich ein Bild übertrage oder ein CAD-File, also eine aneinandergekettete Folge von Bits und Bytes, ja, dann nimmt der Bits, die alte Technologie, die wir nur haben, während heute danach FS-HTTPS also nachher benutzt wird, um diese Dateien mit Office zu übertragen. Und das Upload Center sorgt dafür, dass wenn diese Dateien nach oben gebracht werden, dass das richtig auch als solches funktioniert. Braucht man in der Regel nicht, aber es ist gut, das auch in den Vordergrund zu holen. Das verbindet sich ebenfalls und dann kann man mal reingucken, kann den Cache clearen, kann unter Umständen auch Fehler bereinigen. Dafür braucht man das sogenannte Upload Center. Und derzeit haben wir ja unten einfach OneDrive Personal und OneDrive von Office 365. Das haben wir eben schon gesagt, das sind die Unterschiede. Ab dem Herbst kommt danach dann der dritte noch zustande, der dann SharePoint Server 2019 heißt. Und dann fällt auch der alte Client als solches weg, was bei uns Du hast vorher schon mal angesprochen, und zwar Limits und Grenzen bei der Synchronisation. Die 15 Gigabyte hast du schon mal was gesagt, maximal als Dateigröße und auch die Dateipfadlänge mit 400 Zeichen. Gibt es darüber noch weitere wichtige Punkte, wo man wissen sollte? Also, man, diese nicht valid, die auch schon durchgestrichen sind, ja, man, die Folie gibt schon länger, wo ich dann immer sage, man muss tatsächlich hier auf die Restrictions immer wieder gehen, weil die verändern sich. Von 256 auf 400, das ist mittlerweile komplett durch. Das war eine Riesenerweiterung, die Microsoft aber am Anfang auch gewisse Kopfzerbrechen macht. Du überträgst es, du landest irgendwo mit den 400 Zeichen in einem SharePoint, in einer Dokumentenlibrary, und da zählt natürlich alles dazu, wenn man sich das mal im Webbrowser anguckt, die gesamte Pfadlänge da oben, das muss man alles irgendwo berücksichtigen, bevor am Schluss dann nachher dann auch die tatsächliche Dateiname dazukommt. Und deshalb Also haben sie das sprich, erweitert. mit File Name ist nicht gemeint Vertrag.docx, sondern mit File Name ist gemeint HTTPS Doppelpunkt slash slash und Ja, so weiter, alles. Also der ganz genau. komplette Pfad, weil ich denke, das muss man ja auch wissen, dass nicht mit File Name nur der wirkliche Dateiname Nein. gemeint ist, sondern wirklich der komplette Pfad, ja. Und das ist das Wesentliche, dass viele das vergessen. Das geht schon los beim Domainnamen. Jetzt sind wir ganz am Anfang. Ja, wenn ich nur ABC heiße, dann ist es ein kurzer Domainname, dann habe ich einen längeren Filename. Das wird wesentlich länger, wenn du nachher dann irgendwo einen Dateinamen hast, der sehr lange ist, weil die Firma nachher halt hier einen Domainnamen so gewählt hat. Und deshalb hat Microsoft auch da Mühen angelegt. Aber wenn wir genauer gucken, ist es nicht bloß im SharePoint, weil die Dateien werden ja dann abgelegt, und das ist vielleicht auch interessant zu wissen, die werden in Azure Blob Storage angelegt. Das heißt, ganz unten, und das ist für SharePoint On-Premises genauso, denn dort hast du nachher auch, nicht in Azure, aber dann das Filesystem. Unten drunter ist hier Shredded Storage, das heißt, es wird hintereinander. Man speichert heute bei den Versionen ja nicht immer das gesamte File, sondern nur noch die Änderung als solches ab. Und beim SharePoint Online, wie gesagt, ist das ein Bereich, der in Azure Blob Storage liegt.
Für für OneDrive Personal, für die private Wolke, liegt es in Azure Files. Und was ich eben gesagt habe, hat sowas mit History zu tun. Standardeinstellung, man muss immer dazu sagen, die Standardeinstellung, viele wissen das gar nicht. Jedes Mal, wenn ich das Dokument bearbeite, wird eine neue Version hervorgerufen. Ja, ich habe also zum Beispiel Dateien, die schon über 500, die ich jeden Tag einmal bearbeite, die über 500 neue Versionen nachher hat. Das ist eine Datei, die heißt Blutdruckmessung. Da trage ich nämlich meine Blutdruckwerte letztendlich ein, plus Gewicht und Tage, die ich nicht geraucht habe. Und die ist älter sogar und jedes Mal erzeugt die einen neuen Eintrag. Mhm. Wenn man es genau nimmt, ist es nicht die komplette Datei, sondern immer nur die Änderung, nämlich diese 5 Nummern, die da eingetragen werden oder Zahlenwerte, ja, die dann letztendlich geändert und abgespeichert werden, weil man immer wieder zurückgehen kann. Der Zugriff, den kann man begrenzen, Administratoren machen das ab und zu mal, dass man da nicht endlos viele Versionen hat, weil der Speicherplatz will ja trotzdem berechnet werden. Bei OneDrive Personal ist es übrigens restriktiv, das ist kein SharePoint drunter, trotzdem gibt es da auch eine Historie, wissen viele nicht, für Office-Dokumente, sodass du auch ein Excel-File 30 Mal letztendlich als Historientiefe anwählen kannst, dann schmeißt er das andere weg. Also da sind dann die Unterschiede wirklich drin. Okay. Dann haben wir Not Valid Characters. Früher war es unmöglich, ein Prozentzeichen zu verwenden. Das kennt jeder, weil wir alles über den Browser gemacht haben. Und im Browser hat er Prozentzeichen natürlich eine ganz andere Eigenschaft, indem es nachher das Umlaute etc. kennzeichnet. Deshalb war das nicht so einfach, nachher zu sagen, ich nehme im Dateinamen jetzt tatsächlich mal ein Prozentzeichen mit rein. Genauso wenig wie das Hashtag-Zeichen. Ja, das sind aber jetzt gültige Charaktere, das haben sie auch eliminiert. Und wir sehen dann unten noch, was man ebenfalls nicht machen sollte, wenn Leute sagen, ich habe Probleme hier, Co-Authoring kann ich nicht ausführen. Früher, jetzt reden wir wirklich von den alten Versionen, die du auch noch kennst, da gab es noch eine Check-in, Check-out. Ich habe Check-in, Check-out als Programmierer noch kennengelernt, wo du am Anfang nachher gesagt hast, ich hole mir meinen Teil, ich check den aus und jetzt arbeite ich lokal. Alles schon on-premise. Und irgendwann bin ich abends fertig, habe den Code getestet und jetzt wird er wieder in SourceSafe, so hieß damals das Produkt, wieder eingecheckt. Genau diese Möglichkeiten hat man vorgegeben. Es gibt noch ab und zu Leute, die das haben wollen, die sich nämlich irgendwo wirklich schlechtes Internet, die dann was anderes machen wollen, dann kann man auch sowas wieder einfüllen, aber dann geht kein Co-Authoring mehr. Bei Co-Authoring wollen wir zu zweit auf die Datei zugreifen und Check-in, Check-out. Wenn ich sie ausgecheckt habe, hast du keinen Zugriff mehr, ist sie nur noch read-only für dich. Deshalb sollten die eigentlich so gesetzt werden. Und unten steht das Letzte, was der Begriff letztendlich noch ist, kein IAM. Da kommen wir später, glaube ich, auch nochmal dazu, wenn es um Security geht. IAM ist eine Security-Maßnahme. Bis Januar war es so, dass man den alten Groove-Client brauchte, wenn eine Dokumentenbibliothek auf SharePoint Online IRM geschützt war. Seit Januar ist es jetzt aufgehoben. Das heißt, jetzt kann auch der Next Generation Sync Client IRM geschützte Libraries komplett synchronisieren. Okay. Über was ich schon drüber gestolpert bin, waren zwei Dinge. Und zwar das eine ist hier auch aufgeführt. Und zwar auf kein Netzlaufwerk darf die Synchronisierung gehen, weil das war auch mal ein Anspruch in einer Firma, die wollten zwar das OneDrive nutzen, aber die wollten das halt nicht auf einem PC lokal haben, sondern auf einem Server, sodass dann alle in diesem Standort darauf zugreifen können und nicht jeder das ganze Zeug runterladen muss. Und gibt es da einen Umweg oder ist es tatsächlich? Also da muss man aufpassen. Ja, wir sind jetzt, da müssen wir nochmal die Grundlagen eigentlich von der Architektur nachher begreifen. Der Groove Client wurde gestartet im Kontext der Maschine. Next Generation Sync Client wird gestartet, wenn du dich angemeldet hast. Haben wir also zwei Benutzer an einer Maschine, hast du zwar einmal nur das File drauf, aber unter Umständen zwei Instanzen. Ja, die völlig unabhängig davon laufen. Und er nimmt immer nur, er muss angemeldet sein. Selbstverständlich kann ich auch mit dem Server synchronisieren. Wird bis heute alles unterstützt, auch wenn es nicht explizit drinsteht. Aber nochmal, die Lösungen mit Groove haben auch bestimmte Sachen von links nach rechts synchronisiert, ohne dass ein Anwender angemeldet war.
Und das funktioniert heute nicht mehr. Heute musst du angemeldet sein. Ja. Und damit haben wir also das erste Problem, dass die Leute dann sagen, naja, ich hätte es dann gerne anders. Die Änderungen beziehen sich auch hauptsächlich an Eigenschaften eines Terminal-Servers. Bei dem Terminal-Server, da ist das eigentlich so, oder VDI-Lösungen, ja, wo du letztendlich sagst, ich melde mich an diesem Terminal-Server über eine Verbindung an und arbeite dort. Dort habe ich auch noch andere Programme, aber da will ich das Ganze haben. Solange das jetzt ein einzelner Server war, wäre das kein Problem. Der Next Generation Sync Client unterstützt aber dieses WebDAV-Protokoll nicht mehr richtig auf dem Server. Und das ist ein großes Problem, dass Leute gesagt haben, manchmal funktioniert es tagelang und dann gibt es auch mal welche, wo es nicht mehr funktionieren. Warum? Kann ich dir auch sagen. Das hängt mit den Servern zusammen, dass wir das SMB-Protokoll, das da benutzt wird, um auf File der Platte zuzugreifen, dass das bestimmte Änderungen, die ein anderer an einer Datei vornimmt, ja, nicht weitergibt nach oben. Und damit haben die Leute ein Problem. Und nur dann kommt es zu Problematiken. Mhm. Also meine eigenen Dateien, wenn ich nur alleine, und viele Leute arbeiten nur alleine dran, noch ist es nicht so bekannt jedem, dass es auch ausnützt, dass wir sagen können, hey, ich schreibe mein Buch mit meinem Lektor, der sitzt im Verlag und ich habe ihm einmal einen Link geschickt und mit dem nur mein erstes Kapitel ist fertig. Ich schreibe weiter. Ich muss nichts ändern. Ich schreibe weiter an der ganzen Geschichte und er kann das erste Kapitel redigieren. Wir arbeiten gemeinsam an einer Datei. Das war früher gar nicht möglich. Mhm. Und deshalb muss man da letztendlich dann gucken, wie man als solches dann arbeitet. Das heißt, nein, es geht nicht. Microsoft arbeitet an einer Lösung, aber die ist noch nicht fertig. Wir warten schon seit der Ignite drauf und ich habe das letzte Mal, nein, ist immer noch nicht fertig. Das ist nicht ganz trivial. Noch dazu, wenn du heute dann größere Lösungen hast, wo man sagen muss, hey, ich habe vorher einen Load Balancer nachher als solches drin. Der Load Balancer teilt, heute bin ich auf dem Server A und morgen bin ich, wenn ich mich wieder einlogge, auf dem Server B. Was soll er denn da synchronisieren? Wo soll das nachher gemacht werden? Es gibt ein paar, die dann auch das gelöst haben. Es gibt sogar einen deutscher Partner von Microsoft, der die API genommen hat und das Ding nachgebaut hat, aber da wird nicht synchronisiert, weil das macht null Sinn, ja, irgendwo zu synchronisieren und wir müssen abwarten, was Microsoft bringt. Mhm. Heißt auch, auf einem Server gibt es Files on Demand nicht, weil NTFS ist in den Serverumgebungen, wenn es virtualisiert wird und so weiter, komplexer. Da hängen ganz andere Maschinen drunter und die haben nur Windows 10 mit dieser Option versehen. Kein Mac, keine Server, kein Windows 7. Ja, alles draußen, nur Windows 10 ab der Version 17.09. Okay. Was ich noch für ein Problem hatte mal bei der Synchronisation, da haben wir auch auf deinem Blog dann drüber diskutiert, und zwar, ich habe versucht, eine Dokumentbibliothek zu synchronisieren und habe dann plötzlich irgendwann mal die Meldung bekommen, ja, jetzt kann ich nur noch schreibgeschützt darauf zugreifen. Also sprich, lokal auf meinem Client konnte ich dann an den Dateien nichts mehr ändern. Und es hat dann dran gelegen, dass ein Pflichtfeld, dass ich ein Pflichtfeld aktiviert hatte in der Dokumentbibliothek. Und sobald wohl das Pflichtfeld aktiviert ist, kann ich lokal dann nichts mehr machen. Also auch wenn das Pflichtfeld wunderbar korrekt gefüllt wurde, sondern es geht dann wirklich die gesamte Dokumentbibliothek in einen schreibgeschützten Modus über, wo ich doch etwas überrascht war und wo auch etwas gedauert hat. Das ist genau das Problem, wo die Leute noch so viel zu tun haben. Ja, alles, was du erweiterst auf SharePoint, also im Prinzip deine ganz normale Standardliste der Dateien änderst oder zusätzlich, damit haben sie noch ein Problem. Wir sind auch noch lange nicht fertig. Microsoft hat da 2 Jahre dran gearbeitet. Viele haben, selbst ein MVP-Kollege, der heute ganz anders darüber spricht, hat gesagt, hey, das kann ich so mit 5 Programmierern nebenbei erledigen. Dem ist nicht so. Ja, also auf der Ignite habe ich
jede Menge, die waren mit 20, 30 Leuten, ich glaube, da unterschiedlich. Und du hast dann eine Frage gestellt oder gesagt, das ist ein Problem, das kann nur der machen, weil, welches hast du gesagt, welches Thema? Ah ja, iPhone macht er hier. Ja, also es gibt unterschiedliche Sachen, die sie durchbringen wollten. Und ich habe auch ein bisschen gespürt auf der Ignite, wie angespannt sie waren, weil man hat nochmal einen Fehlversuch, wäre eigentlich daneben gegangen. Und es ist schon eine gute Geschichte. Sie sind dabei. Sie haben ja sehr viel letztendlich dabei, auch bei der Installation mit dem Self-Update, das kommt ja später auch nochmal, wo man sich darüber nachdenken muss, warum hat Microsoft sowas getan? Mhm. Weil es sind neue Technologien, die es alle im Groove nicht gab. Ja, und das ist auch das Problem vom alten Groove-Client. Mhm. Okay. Genau. Du hast es gerade schon angesprochen, automatisches Update. Dieser Next Generation Sync Client wird ja nicht über die Standard Windows Update Funktion versorgt, sondern der hat ja da ein gewisses Eigenleben. Ich habe da dazu zwei Folien, einmal die hier und dann noch die zweite mit entsprechend den Versionsnummern, was du ja dann auch trackst auf deiner Internetseite, wo du wohl der Einzige weltweit bist, der wo das ja tatsächlich nachhaltig entsprechend auflistet. Kannst du uns da dazu noch was erzählen? Warum hängt das nicht am Windows Update und was soll das? Ja. Also das war auch der Part, den ich auf der Ignite, ich habe zwei Tracks gehabt. Das eine war, wie kriegt man den Groove-Client los? Das zweite war dieses Self-Update, diesen Mechanismus. Die Person, die das gemacht hat, und man muss sich das einfach mal so vorstellen, ein bisschen weiter ausholen, der Campus bei Microsoft ist nicht gerade klein. Das ist eine Kleinstadt mit 60.000 Einwohnern. Das heißt, es gibt ein eigenes Taxisystem. Manche Sachen werden nicht nur mit Skype for Business oder so geregelt, sondern manche Sachen regelt man, indem man auch mal dann tatsächlich dahin geht und erstmal die Grundproblematik schildert. Tony East war derjenige, der ist auch dafür verantwortlich. Der ging natürlich zu den Windows-Leuten und hat den Windows-Leuten gesagt, hey, wie sieht es dann nachher aus? Was habe ich da drin? Was kann ich machen? Wir sind bei Windows Update. Wir kennen das alles. Ich stehe zurzeit ein bisschen auf Kriegsfuß mit all diesen normalen Updates, weil Microsoft die nämlich selber gar nicht macht, sondern die werden auch im Serverbereich ganz anders da gehandelt. Und nicht wie wir. Wir spielen ein Update ein und geben das frei. Er hat also gesagt, wir kommen da immer wieder mal. Da sagt er, Moment, hat das was mit Security zu tun? Nein. Kommt es öfters vor? Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Oder wie die Amerikaner sagen, long story short, nee, das können wir nicht machen. Und dann haben sie überlegt, wie können sie dann nachher diesen Baustein hinkriegen? Jetzt muss man sich nur vorstellen, wir haben vorhin von oben von der Cloud geredet und von unten vom Client. Ja, wir reden jetzt mal von Deutschland, wo die Administratoren sowieso überall den Finger drauf haben und am besten mal erstmal sich ein halbes Jahr Zeit lassen würden und auch nur widerwillig Security-Patches einspielen. Ich provoziere jetzt ein bisschen, aber manchmal ist es so, dass es einfach länger dauert. Ja? Wenn wir im Server müssen wir, also SharePoint Online, Exchange Online, Skype for Business, alles was da oben letztendlich irgendwo rumfleucht in der Cloud, als Server bezeichnet wird, wird von Microsoft gepatcht. Ja, der Patch-Vorgang sieht auch ganz anders da aus. Sie spielen keinen Patches als solches ein, sondern sie haben ein neues Image. Sie nehmen einfach das neue Image und hängen das, was drunter hängt, einfach um. Das hört sich jetzt kompliziert an. Man hat da neue Technologien entwickeln müssen, aber der Anwender oder die Anwender merken es nicht. Das ist das Erstaunliche. Damit kriege ich gar nicht mehr, es kann ein Update nicht eingespielt werden, weil die Images sind getestet. Und die werden nachher nur noch ausgetauscht. Ja, das ist jetzt ganz vereinfacht, das ist schon ein bisschen komplizierter, aber das ist der wesentliche Unterschied. So, also wir brauchen uns um Patches in der Cloud keine Gedanken machen. Jetzt haben wir aber unsere ganzen Maschinen, weil wir synchronisieren jetzt hier mit meinen 1, 2, 3 oder wie viele Devices ich auch immer habe. Das macht ein Problem, vor allem wenn dann mal ein Device nachher nicht abgedatet wird. Man stellt sich vor, es gibt auf dem Server in SharePoint Online eine Funktion, ja, die ich irgendwo aktiv benutze und die auf den Client, auf den Next Generation Sync Client nachher trifft und der die Funktion nicht hat, weil er in einer alten Version ist.
dann würden die mit Fehlermeldungen um uns werfen. Und das will man vermeiden, weil der Anwender weiß sowieso nicht, er benutzt es nur. Man möchte ihn nicht mit irgendwelchen Fehlermeldungen, weil es langen schon diese Fehlermeldungen, wie du vorhin eine genannt hast, ich kann die Datei nur mit einem anderen Namen speichern. Und selbst das wird zum Teil dann zum Problem, um herauszukriegen, warum. Hier war jetzt einfach, was ich jetzt einfach mal erzähle, dass ein Administrator eigentlich verhindert hätte, dass der Client hier ein Update kriegt. Macht er jetzt aber automatisch. Die Datei ist 26 MB groß zurzeit, ja, und die guckt jeden Tag, wenn ich den Rechner hochfahre, einmal nach, ja, abhängig vom Ringsystem, Microsoft hat da verschiedene Ringe, abhängig von verschiedenen anderen Faktoren, ja, kriege ich eine neue Datei oder nicht. Auch dort gibt es verschiedene, es gibt einen Insider-Ring, es gibt einen ganz normaler Produktionsring und es gibt einen Enterprise-Ring, also verschiedene Aussagen. Und deshalb macht es auch so schwierig, da überhaupt zu folgen, auch wenn man nachher feststellen kann, ich kann mich nicht bloß zu einem Tenant verbinden, sondern auch zum zweiten Tenant. Was soll er dann nehmen? Der zweite Tenant ist First Release, der erste ist ganz normaler Enterprise. Also das ist nicht ganz einfach, aber das bedeutet, wenn eine neue Version, dann holt er sich die 26 MB runter. Nicht über ein Proxy steuerbar, das macht jeder Rechner für sich. Unternehmen, 10.000 Benutzer, 10.000 Laptops, 10.000 Mal wird die Datei runtergeladen. Was natürlich nicht ideal ist, aber die Datei hängt, wird runtergeladen, die installiert, entfernt die alte, installiert sich an dieselbe Verzeichnis, geht in Synchronisationsmodus. Beim schnellen Rechner merkst du das nur bedingt, ja. Beim langsamen Rechner dauert es manchmal ein bisschen, weil er muss einfach die Synchronisation eigentlich zweimal durchlaufen. Und das kann ein bisschen länger dauern, in Anführungszeichen. Da wird die Performance ein bisschen oder sichtbar, fühlbar, möchte ich mal sagen. So, und das macht er auf jedem Rechner. Das heißt, du hast im Rechner, auch wenn du in einer Domäne bist, Rechner, die schon abgedatet sind und Rechner, die nicht abgedatet sind. Weil sowas wie ein Surface, ich habe davon mehrere, die werden ja nicht immer runtergefahren. Im alten Modus war das noch relativ einfach. Ja, also deshalb kann man da schon sehen, ja, ist ein Rechner runtergefahren oder ist er nur im Schlafmodus oder. Und das macht er genauso bei Windows 7, das macht er genauso bei Windows 8.1. Er holt überall die neue Version und damit funktionieren die und sind immer auf dem neuesten Stand. Okay. Das ist eigentlich das Einfachste, was man sagen kann. Ja, einmal am Tag. Es wird nicht über Vesus bereitgestellt, wie du gesagt hast. Und ja, ich kann es manuell freigeben oder selber updaten. Das heißt, das ist das Schöne an der ganzen die Geschichten, dass ich auch eine ältere Version mir wiederholen kann. Ja, ich habe alle Versionen bisher, sogar die sogenannten First, nicht First Release, sondern Versionen, die im Modus drin sind, die gar nicht beschrieben werden von Microsoft, habe ich da. Ich kriege die mittlerweile gemeldet. Dieses System ist klasse. Auf der Welt ist immer einer, der sagt, hey, ich habe schon wieder eine neue Version. Du hast noch nichts drüber geschrieben. Ja, Microsoft hat auch noch nichts drüber geschrieben. Es gibt eine offizielle Seite mittlerweile, die leider auch nicht alles immer klar ist. Und die Leute hätten gern gewusst, was ändert sich denn? Denn es sind Änderungen, die immer wieder kommen. Vor kurzem zum Beispiel haben sie eine Änderung gebracht, dass wenn ich in einem schlechten Netzwerk bin und das entsprechend unter Windows 10 kennzeichne, also in einem sogenannten Perimeternetzwerk, nehmen wir an zum Beispiel während einer Bahnfahrt, na, dann ist es nicht immer so stabil. Ja, möchtest du auch nicht den Teil und du möchtest da arbeiten, ja, dann sage ich genau, das ist immer dasselbe Hotspot, nachher in diesem Perimeternetzwerk, bitteschön, ja, möchte ich nicht arbeiten, das kann man entsprechend kennzeichnen, ja, dann geht der, wenn du dich anmeldest, in der Bahn sitzt und das erste Mal anmeldest und dann sagt er, hey, ich gehe sofort in den Standby-Modus, es wird nicht synchronisiert, vollautomatisch. Du wolltest es bisher in der Vergangenheit machen, ich möchte es synchronisieren, da ich aber zum Teil immer meistens drei von diesen Wolken da im Ding, muss ich das dreimal anklicken. Heute geht es dann vollautomatisch, ja, der hat alle drei in diesen Modus rein. Mhm. Und das sind diese Automatismen, die sie jetzt eingeführt haben, die einfach sagen, hey, es wird nichts mehr synchronisiert, das hängt damit zusammen, es kommt auch dann keine neue Version, du brauchst es auch nicht. Mhm. Wenn du dann sagst, ich möchte hier jetzt ein paar Dateien auch in Bahn letztendlich synchronisieren, dann ist das richtig, dann kann ich immer noch mal das Ding schnell manuell aufmachen oder aber im nächsten Internet. Der geht auch wieder komplett dann selbst online.
Heißt, der Anwender muss nichts tun. Er kann aber auch eine neue Version installieren, wenn er es mag, oder eine Beta-Version, in Anführungszeichen, eine Insider-Version, ja, die, wie gesagt, nicht beschrieben wird. Und das ist für mich immer sehr wichtig, wenn jemand das nachher sieht, dass da eine neue Funktion, die ist noch nicht irgendwo, die neu ist für ihn, einfach eine Mail an mich schreiben. Wir kommen ja nachher nochmal zu den Daten, weil ich nehme sowas dann auf und sage nicht, es gibt eine neue Version, das ist richtig. Das ist mittlerweile langweilig geworden, weil die Ereignisse nicht mehr so gravierend sind und oftmals nur auf der Serverseite oder im Mac-Bereich oder sowas letztendlich dann sich abspielen. Okay, gut. Ich habe noch ein letztes Thema, bevor wir zum Ausblick dann kommen. Verschlüsselung von OneDrive for Business und SharePoint. Du hast ja mal einen interessanten Blogbeitrag dazu verfasst, wo ich an der Stelle aufgreifen möchte und natürlich den ich dann auch verlinke. Und du hast gesagt, es gibt auch noch ein spannendes Video dazu, leider nur auf Englisch, wie die ganze Verschlüsselungsthematik funktioniert. Also zuerst mal müssen wir sagen, alles, was auf dem Transportweg verschlüsselt wird, ist ja kein Problem. Da haben wir HTTPS. Das ist das Erste. Mhm. Zum Zweiten haben wir Verschlüsselung auf der Client-Seite. Die können wir, je nachdem, was der Rechner für ein Betriebssystem hat, letztendlich auch bekommen, indem wir hier BitLocker haben. Mhm. BitLocker findest du auch auf der Serverebene bei SharePoint Online, weil auch da täglich 1000 neue Server nachher in Dublin angeliefert werden. Und die alle gebitlockert sind. Ja, das ist egal, ob das jetzt sich um SSDs handelt oder ob das um mechanische Fileplatten, das spielt überhaupt keine Rolle. Bitlocker ist überall dabei. So, also wir haben es auf dem Transportweg nachher als solches gesichert. Ich habe vorhin schon ein bisschen was, und ich erwähne es jetzt, du hast ja so ein schönes Bild, man sollte sich das vielleicht dann nochmal in Englisch reintun. Ja, aber ich habe vorhin schon ein bisschen erwähnt, dass nicht die gesamte Datei letztendlich übertragen wird, sondern manchmal auch nur Kleinigkeiten. Man schlüsselt das Ganze auf. Das ist übrigens kein neues Teil, es ist schon sehr, sehr alt, nur die meisten kennen es nicht. Microsoft nennt das Advanced Encryption und läuft aber, und damit kann man es auch suchen, unter Fortnox. Hat irgendwann mal angefangen, jemand sich Gedanken zu machen. Zum Ersten, wenn diese Verschlüsselungsteile, also wenn wir eine Datei nehmen, wir machen jetzt nur eine einzige Word-Datei, ja, und ich beschreibe jetzt hier nur vier, weil wir sind es auch nachher in den Abbildern drin, dann bedeutet es, wenn ich diese Datei vor mir habe, wird die in 64K-Chunks gesplittet. Ja? Das heißt, wir sehen hier dann nachher auch 4 mal 4 64K-Chunks, das ist nicht viel. Also meistens, wenn wir heute überlegen, was in dieser XML-Struktur, die in Word eigentlich die komplette Abbildung eines Dokumentes enthält, mit einem B, dann wissen wir, es sind sehr, sehr kleine Einheiten. Diese vier Sachen werden in der Kurzform in jeweils einen 64K-Tresor nachher eingesperrt. Ja, also, wir haben ein MB, jetzt können wir ausrechnen, wie viele Tresore wir dann letztendlich sind. Diese Tresore werden dann auch verschlossen, jeweils mit einem eigenen Schlüssel. Die kommen aus einer riesigen Schlüsseldatenbank. Und das ist das Schöne, dass diese Schlüssel nachher dann sorgen, die werden noch nicht live abgelegt, wir kommen an diese Schlüssel nicht ran, nein, sondern es ist noch komplizierter, die werden nur als Hash zusammen mit einem weiteren Schlüssel in meiner Datenbank abgelegt, und zwar der ContentDB, die Programmierer natürlich auch von SharePoint Online bzw. von SharePoint On-Premises letztendlich kennen. Da ist eine Datenbank und ein Eintrag, der wird dafür nutzt, um diese Schlüssel abzulegen in SharePoint Online. Das heißt, der Angriff ist minimal. Ich kann überall nur versuchen, mal ranzukommen. Selbst wenn ich also verschiedene Angriffsmechanismen hätte, ja, und würde so einen Key bekommen, dann habe ich auch 64K-Zugriff. Und jetzt kommt das Tolle. Ja, man gehe davon in sich, jetzt kann ich ja mit genügend Rechenpower natürlich versuchen, hier irgendwo den Alter, die zweiten und dritten und vierten Schlüssel irgendwo einen Algorithmus zu finden. Ja, das schafft nicht mal die NSA, weil jetzt kommt das Tolle, ich habe nämlich nur 24 Stunden Zeit. Das heißt, jeder Store, jeder Tresor wird alle 24 Stunden alten Schlüssel nehmen, neuen Schlüssel einbringen und zum nächsten Tresor zu springen. Das heißt also, die werden alle abgedatet von meinem einzelnen 1 Megabyte Dokument, von allen Dokumenten, die bei mir im OneDrive for Business drin sind, von allen Dokumenten, die in den Teamsites eines Tenants drin sind, von allen Tenants der Welt. Das heißt, es werden konsequent Schlüssel ausgetauscht auf den Servern.
Und das ist für mich so eins der wesentlichen Geschichten, dass ich also da gar nicht rankomme. Ich sehe die Schlüssel nicht. Mittlerweile ist Microsoft einen Schritt weiter gegangen, ja, weil es gibt, das ist viel mal wie in Deutschland wir gesehen haben, wir wollen die deutsche Cloud als solches haben. Also möchten wir auch darauf zugreifen. Wir haben es dann hier in Deutschland liegen. Das ist zwar schön und gut, aber man muss sich da mal ein paar Gedanken machen, wie das Ganze dann abgelegt wird mit der Verschlüsselung. Ich hätte gerne meine eigenen Schlüssel. Ja, wer weiß, was da Microsoft dann tut? Und das gibt es in der Zwischenzeit auch mit Foreign Keys. Meine Verschlüsselung kann man schon immer machen mit anderen Systemen. Nochmal, solange ich das Ding nur als Ablage benutze, kein Problem. Aber man macht mal eine Verschlüsselung auf ein Dokument, in welcher Cloud auch immer, ja, die dann funktioniert, wenn ich Co-Authoring betreiben will. Weil dann sieht es ja anders aus. Co-Authoring bedeutet ja nichts anderes, es möchten zwei Leute arbeiten. Damit funktioniert es mit so einem ganz einfachen Schlüssel nicht mehr. Ja? Das macht Microsoft eigentlich für uns. Das Schöne an der ganzen Geschichte, hat jetzt nichts mit VNX zu tun, ist, dass man auch Schlüssel bekommen kann. Im übertragenen Sinne bist du aber dann für die Schlüssel verantwortlich. Ja, das ist der eine Weg. Das heißt also, jetzt haben wir hier das Dokument verschlüsselt. Wir haben vorhin mal über IRM geredet, Information Rights Management. Obwohl das eigentlich was Altes ist, ist das für mich eigentlich noch ein ganz wesentlicher Teil, der zur Sicherheit beitragen soll. Auch hier mal wieder ausgeholt. Warum IRM? Was kann ich damit eigentlich erzielen? In IRM kann ich minimal, man kann es beliebig komplex machen, kann ich vorgeben und sagen, diese Bibliothek ist IRM geschützt. Das heißt, es legt sich praktisch um das einzelne Dokument, um das einzelne File, eine Hülle drumherum. Und diese Hülle wird letztendlich erstmal abgefragt. Ob die synchronisiert wird oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn ich darauf zugreifen will, und ich mache jetzt den einfachsten Weg, muss ich im AD drin sein. Das prüft er ab. Das wird zwar gecached, damit ich in meiner Fahrt, wo ich jetzt von Stuttgart nach Mannheim fahre und viele Tunnels kommen, damit ich da trotzdem Zugriff habe. Auch nur übertrieben, weil die Bahnen haben dann doch auch einen Zugriff gewährleistet. Aber dass ich da also Möglichkeiten habe und nicht dauernd gefragt werde, ist da ein Cache-Algorithmus drin. Aber beim allerersten Mal wirst du gefragt. Du brauchst also Internet. Dafür habe ich einen ganz anderen Vorteil. Wenn ich jetzt, du bist nicht in derselben Firma, dann sage ich einfach, okay, ich schicke dir diese Datei mal zu. Per Outlook oder Memory Stick oder eine CD, was auch wir immer haben wollen. Bist du nicht in der Lage, wenn die Datei IRM geschützt ist, diese Datei zu öffnen? Der sagt nämlich, du bist hier nicht dabei, also kannst du sie nicht aufmachen. Das ist eine Meldung, die gibt es schon ewig und 3 Tage. IRM gibt es auch schon eine ganze Zeit lang. Der Anwender muss aber nichts tun. Und das bedeutet jetzt auch wieder in dem Beispiel bei Firmen, die immer wieder mich fragen, wie gehen wir mit dem Schutz um? Ja, weil du kannst nicht bloß den Firmenlaptop benutzen, weil den musst du vielleicht, wenn du das Unternehmen verlässt, wieder abgeben. Den können wir dir auch abklemmen. Das heißt, wir machen im AD ein Disabled und schon hast du keinen Zugriff mehr beim nächsten Hochfahren. Ich war aber clever. Ich habe mir mit meinem anderen Rechner einen Zugriff erlangt. Und zwar brauche ich ja nichts anderes als meine Credentials zu Office 365. Ohne den Schutz von IRM kann ich hier das Ganze wunderbar synchronisieren. So, also jetzt haben wir den Zustand. Ich verlasse das Unternehmen, man hängt mich sofort raus, ja, und die haben keine IRM-Schutz. Dann habe ich zwar keinen Zugriff mehr auf meinen Firmenlaptop, aber an einem zweiten Gerät habe ich die ganzen Dateien ja synchronisiert. Mit IRM komme ich schon gar nicht mehr auf die Dateien. Die sind synchronisiert, aber ich kann sie selber nicht mehr aufmachen. Ja. Ja, das heißt, es ist der einfachste Schutz, den Firmen letztendlich machen können, indem sie Dokumentenlibraries, muss man nicht bei allen machen, aber die wichtig sind, also nicht Marketing, aber Finance zum Beispiel, dass ich solche Libraries letztendlich dann sage, die werden IRM geschützt und damit habe ich einen zusätzlichen Schutz, dass diese Datei nicht an Dritt- oder Mitbewerber oder sowas ausgeliefert werden. Das ist für mich so eine fantastische Geschichte, ja, ohne dass ich etwas tun muss. Das ist ein bisschen Administratorarbeit, das war's, mehr nicht. Der Client muss nichts tun, er weiß nichts davon, sondern er schützt sich selbst. Ja. Ja. Okay. Dann vorletzter Punkt. Was geht momentan noch nicht? Wir haben es ja manchmal schon im Gespräch angesprochen oder hast du Dinge erwähnt, was im Moment noch nicht funktioniert?
Ja, den zweiten Punkt, den können wir in der Zwischenzeit rausnehmen. SharePoint Online Site Libraries with Information Rights Management haben wir eben gerade erklärt. Also das geht mittlerweile. Ja, aber es sind Sachen, wie du selber schon gesagt hast, Finger weg vom Dateiänderung einer Dokumentenlibrary, außer das, was Microsoft selber vorgibt, die EAM oder sowas. Das geht nicht. Es geht ebenfalls nicht. Es gibt ein paar Sachen, die sind so ein bisschen tricky. Ja, die gehen nur mit Vorgaben. Wir kennen das, also ich gebe eine Datei einem anderen frei. Ja. Wir bleiben in der Firma. Wir sind beide in derselben Firma. Ich gebe eine Datei aus meinem OneDrive Business frei. Habe ich synchronisiert und ich gebe sie dir frei. Wir sind in derselben Firma. Dann siehst du das und kannst diese Datei, wenn sie in einem Ordner ist, ebenfalls bei dir lokal synchronisieren. Weil dann braucht man nicht jedes Mal rein. Also wenn die Datei in einem Ordner drin steckt, oder mit mehreren, und ich diesen Ordner dir freigebe, bei mir in meinem OneDrive for Business, kannst du die innerhalb der Firma wohlgemerkt synchronisieren. Die erscheint dann, wenn man also im Webbrowser drin ist, shared with me. Ja? So, das ist so ein Teil. Man muss sie dann sagen, was nicht geht, wo die Leute das hören, ja, man muss sie, nein, ich muss nochmal zurückgehen. Das Interessante an der ganzen Geschichte, muss ich nochmal über die Gedanken machen. Die Datei, die du lokal auf dem Rechner hast und die du auch bearbeiten kannst, steckt bei mir in meinem OneDrive for Business in der Cloud und ich habe sie lokal ebenfalls synchronisiert. Ja, also es muss nicht nur mit sich selber und mehrere Rechner, sondern auch Mitarbeiter untereinander können damit arbeiten. Das sollte man nicht unbedingt ins Beliebige machen und sagen, OneDrive for Business, klasse, mache ich mit allen, mit 10 Leuten. Warum nicht? Später mehr. Erstmal nur sagen, was man nicht machen kann oder darf. Wenn ich jemand hätte, und da ist zum Teil eine Lizenzfrage dahinter, mit Lizenzen lässt sich das alles auch einfach reden. Beispiel, ich habe eine Agentur, eine Werbeagentur, die dauernd mit mir zusammenarbeiten will. Lieferant, da gibt es verschiedene Beziehungen, die wir haben. Dann müssen wir überlegen, wie wir die ranlassen. Ja? Optimal wäre es natürlich, die kriegen einen Client. Ja? Weil es geht nicht um den einen Client oder zwei Clients, je nachdem, wie groß jetzt das Zusammenarbeiten letztendlich ist, sondern die Leute, die dabei sind, sollten diesen Client letztendlich haben. Kostet Lizenz. Hat aber dann den riesigen Vorteil, dass ich ihn unter Kontrolle habe. Das heißt, die sind dann nachher nur mit dieser Lizenz mit uns verbunden. Sie haben also dann vielleicht, selbst wenn sie in Office 365 sind, nachher dann 2 Wolken. Man kann nämlich, das kann nur dann Next Generation Sync Client, mehrere Instanzen zu verschiedenen Tenants aufrufen. Und was nicht geht, ist noch ein ganz kompliziertes Verhalten, das nennt sich dann Cross-Tenant Synchronisierung. Wenn ich von einem anderen einen Zugriff hatte, ja, dann kriege ich einen Link, dann kann ich bisher nur im Browser das Ganze machen. Ich hätte gerne aber das auch synchronisiert, weil ich ja dauernd mit dem Zeug arbeiten will. Also wenn ich dem keine Lizenz gebe und ihm nur sage, liebe Werbeagentur, hier ist der Link, dann kommst du von oben rein, dann kannst du mit dem Browser wunderbar arbeiten, geht in die Tiefe, macht alles, aber sie können es nicht direkt synchronisieren, weil das ist vielleicht ein anderer Tenant, ja, und von einem Tenant in den anderen, das funktioniert nicht. Das nennt sich Cross-Tenant, da arbeitet Microsoft übrigens dran, ja, Cross-Tenant-Migration. Das sind Sachen, die noch nicht gehen. Und bis heute, noch haben wir nicht, doch im Tab-Programm bei Microsoft gibt es schon welche, die mit dem SharePoint Server on-premises arbeiten. Nein, ohne dieses Tab-Programm und ohne, dass wir abwarten bis zum Herbst, haben wir noch keine Möglichkeit mit dem Next Generation Sync Client irgendetwas Lokales synchronisieren. Da muss man dann überlegen, was man macht. Kann man das hochladen? Ist Office 365 ein Thema? Wenn die Leute sagen nein, dann kann es nur sein, dass man dann sagt, man arbeitet im Hybridmodus. Man bringt also bestimmte Möglichkeiten nach oben, damit die Leute wenigstens Daten austauschen können. Also Dokumentenlibraries als solches, damit da mit Kunden, mit Lieferanten etc. gearbeitet werden kann. Okay. Dann können wir eigentlich direkt überleiten zum letzten Punkt, Ausblick in die Zukunft. Du hast ja schon gesagt, an was Microsoft gerade so arbeitet. Wir sehen hier auch noch ein paar Punkte. Auch hier steht noch der Support für IRM mit drauf, was ja schon gelöst ist. Ja, Multigeo ist auch gelöst. Multigeo ist zum Beispiel ein sehr interessantes Teil, wo man
was Security wieder angeht, ganz anders da verfahren kann. Also stell dir vor, wir sind in einer großen Company, die weltweit vertreten ist. Wir haben 300 Leute in den USA sitzen, 500 oder 1000, ist egal, die Zahlen spielen keine Rolle, hier in Europa. Und wir möchten eigentlich die ein bisschen näher und anders da einbinden, weil wie die politische Lage ist, ich möchte da besagen, in USA, nur ein Beispiel, möchte ich nicht, dass die Dateien mit Externen geteilt werden können. Wir haben vorhin gesehen, dieser Button, der habe ich gesagt, der ist grün, aber der soll nicht generell weiß sein, sondern nur für die USA-Leute. Das ist Multigeo. Multigeo bringt auch die Dateien nachher tatsächlich ins amerikanische Rechenzentrum. Und manche sprechen auch, ja, es ist ein kürzerer Weg, das ist aber nur bedingt richtig, weil die Latenzzeiten werden heute ganz anders da genommen, habe ich jetzt am Wochenende erstmal wieder gelernt. Aber hier geht es darum, dass du jetzt zwei Einträge hast. In Deutschland sage ich im Admin-Teil, ja, oder in Europa, wenn wir mal so rum, ja, ich darf mit Externen teilen. Wäre ich beim Amerikaner, wenn die umgezogen sind, also die 300 Leute, die ich am Anfang genannt habe, die Dateien nicht mit Externen teilen. Also existieren da schon mal zwei. Ich könnte für die Japaner jetzt was Drittes machen. Also ich kann hier die Daten in die verschiedenen Data Center letztendlich umleiten mit Multigeo und solche rechtliche Komponenten einfließen lassen. Weil das ist zum Beispiel vielen nicht bekannt. Wenn heute ein Mitarbeiter geht, das Unternehmen verlässt, dann kriegt der Vorgesetzte eine Mail. Entschuldigung, wir vertreiben Gartenfrüchte. Mein Vorgesetzter ist der Gartenfrüchte-Vertriebsleiter. Der hat keine Ahnung, was er mit dieser Meldung, Hans Brender geht, verlässt das Unternehmen, was der mit anfangen soll. Man kennt es auch von verschiedenen. Was macht man mit dem Rechner? Den Rechner gibst du zurück. Was machen wir mit den Daten, die auf dem Rechner drin sind? Die werden vernichtet. So war es in der Vergangenheit. Ja? Aber schon in der Vergangenheit hat man unterschiedliche Regelungen gehabt. Was machen wir mit dem Postfach? Müssen wir es aufheben? Ja? Gartenfrüchte sind jetzt nicht so ganz wichtig, aber ich habe das absichtlich gesagt. Es könnte ja sein, dass wir irgendetwas anderes haben. Und der Administrator von Exchange darf in ein... Nein. Rechtlich gesehen darf er in Deutschland nicht in ein Postfach eines anderen Mitarbeiters reingucken. Er kann es aber. Und in OneDrive ist es genauso, OneDrive for Business. Dort sagt man einfach, ja, die Lizenz, ich habe dann noch ein paar Tage Zeit, ich kann ja alles mitmachen mit dieser Lizenz, aber jetzt ist der Hans nicht mehr da, aber was machen wir mit diesen Daten? Das sind ja vielleicht die Daten, die wir heute, da arbeitet übrigens Microsoft auch dran, ja, Dokumente, alles was unterhalb von Dokumente brauchen wir nicht mehr auf ein Laufwerk im File-Server, sondern wir verschieben das direkt in OneDrive for Business. Was viele jetzt noch manuell machen, wird irgendwann mal auch von Microsoft wahrgenommen werden. Nochmal, mein Vorgesetzter, der keine Ahnung hat, muss jetzt mit diesen Daten irgendetwas anfangen. Ich habe mich lange gefragt, was das soll. Ich habe es auf dem MVP Summit haben wir darüber gesprochen. Raphael Köllner und ich, Raphael, der ja nur Mittelrechtsanwalt ist, und dann hat man uns klar gemacht, bei den Japanern zum Beispiel gibt es diese Vorschrift gesetzlich, dass die informiert werden müssen. Und deshalb hat man diese Meldung drin. Ja, okay. Weil unsere Rechtler, du musst ja immer alles machen können, aber bestimmte, die müssen, es muss generell eingeschaltet, wir können es dann wieder ausschalten. Ausschalten ist ein bisschen einfacher. Also hier macht es wirklich Sinn, das vielleicht anders davor zu gehen, der IT etc. zu geben. Das sind also rechtliche Komponenten, dass der SharePoint-Administrator da auch zugreifen kann. Mhm. Ja, und was wir mit den Daten machen, wo schicken wir die Daten hin, retten wir sie überhaupt oder schmeißen wir das Zeug weg? Das ist eine ganz andere Geschichte, die will ich jetzt gar nicht behandeln. Aber die Vorlagen kommen, dass Microsoft weltweit mit allen Regelungen irgendwo alles erfüllen muss und wir uns manchmal fragen, was hat es mit Deutschland zu tun? Ja, gar nichts. Ja. Das sind rechtliche Komponenten, die dahinter stehen. Multigeo habe ich gesagt, Support haben wir gesagt, ja, so wie wir vorhin festgestellt haben, ich teile mit dir Daten und die erscheinen unter Shared with me bei dir, ja. Gibt es dann nachher den umgekehrten Vorgang, dass ich endlich sehen kann, mit wem ich meine eigenen Daten geteilt habe? Ja. So, FastRack ist so ein Migrationstoolkit. Da gucke ich mal unten, was noch interessant ist. Zip-File-Support ist zum Beispiel interessant. Ja, also es gibt Leute, die haben unheimlich viele Bilder oder unheimlich viele Dateien, viele kleine Dateien, ein riesiges Zip-File mit 14 Gig, 15 können wir tragen, ja, drin. Und jetzt brauchen sie ein oder zwei Bilderchen a 500 Kilobyte. Jetzt müssen sie in der Vergangenheit 15 Gig runterladen, extrahieren, rausholen
Und dann können Sie sagen, gut, dann schmeiße ich das Ding wieder weg. Jetzt kannst du direkt darauf zugreifen, dazu allerdings nur im Browser, gehst auf ein ZIP-File, das wird aufgesplittet, du kannst die ganzen Dateien sehen, du identifizierst deine zwei Bildchen, du holst diese Bildchen runter und musst nicht das gesamte 15 Gigabyte File da jetzt oder 14 Gigabyte runterholen. Ja. Das sind so die Vorteile. Das sind so Kleinigkeiten, die nicht jeder braucht, die aber das Leben umso besser als solches gestalten. Mhm. Und daran, an solchen Teilen arbeitet Microsoft. Microsoft sind noch lange nicht fertig. Sie sind immer noch bemüht, nur dass nicht immer unbedingt Windows im Vordergrund steht. Die Frage ist auch, File Drives on Demand, haben wir vorhin schon mal geklärt, aber ich muss es trotzdem wiederholen. Ja, wenn du Microsoft heute sagst, wie sieht es auf dem Server aus, wie sieht es auf der Mac-Welt aus, dann sagen die, naja, gucken wir mal. Also sie gehen nicht davon aus, dass sie Nein sagen. Mhm. Aber man muss sich vorstellen, von der Logik her, entweder die zahlen sehr viel Geld, weil auch Apple hat seine eigene Cloud und sie müssten ja das Filesystem von Apple ändern und das kann nur Apple selber. Mhm. Das ist die Frage, wie viel Geld Microsoft da zahlen wird. Ja. Man muss es immer aus den Zeilen sehen. Ja, also da wird nichts kommen. Im Gegenteil, auch Windows 7, nein, oder Windows 8 oder 8.1, was sowieso so ein Sonderfall ist, nein, da wird nichts gemacht. Bei allen Versionen, und das gilt auch für SharePoint On-Premise, es wird keine Unterstützung für ältere Versionen erfolgen. Mhm. Wenn man, das hat nichts mit OneDrive zu tun. Alle Geschichten, es gibt nur für ältere Betriebssysteme, ältere Applikationen Security-Updates. Alles, was neu oder zusätzlich Add-ons etc. entwickelt wird, wird es nur geben für die neuen oder derzeitigen Betriebssysteme. Ja, ja. Das war schon immer so. Ja, deshalb braucht man gar nicht, wenn man die Logik danach anwendet, OneDrive Files on Demand, ich habe Version 17.03, sorry, stell um. Ja, ich weiß, es hört sich immer so an und manche, aber da hat sich Microsoft ja schon ein bisschen mehr einfallen lassen, dass auch Firmen letztendlich viel leichter, wenn sie einmal evaluiert haben, mit allen ihren Programmen, da wesentlich einfacher von einer Version auf die nächste wandelt. Hm. Weil wer es nur immer in der Lage ist, sollte auf die Version 17.09 oder höher, irgendwann in den Tagen kriegen wir 18.04 oder 18.05, ja, also im Monat 8, im Jahr 18, 2018, 4 oder 5 oder 3 ist im Prinzip egal, weil da ist Microsoft noch gerade dabei, kriegen wir wieder einen Punkt. Das spielt keine Rolle, ich kann auch auf den umstellen, aber 17.09 ist die Grenze für OneDrive Files on Demand. Das ist auch für die interessant, da sind wir vorher nicht so drauf eingegangen, wo ich sage, schlechte Internetanbindung. Verlass das Ganze. Nicht mit Windows 7, nicht mit Windows 8.1. Nimm Windows 7 Version 17.09. Weil es wird erstmal nur diese Fallstruktur angeboten. Es geht wesentlich schneller. Wir dürfen nicht rechnen, wir machen das in kleinen Kämmerchen und wir beide das miteinander, jeder einzeln macht, ist das nicht das Problem. Sondern du musst einfach rechnen, dass das überall passiert, mit jedem Rechner. Ja, es ist kein Proxy dazwischen. Und wenn du dann eine Firma hast, die schwach angebunden ist, dann sollte man das machen. Und es gab halt am Anfang ein wesentlich höherer Peak. Der Peak ist wesentlich kleiner geworden und der nivelliert sich dann mit der Zeit. Mhm. Aber das ist der wesentliche Unterschied, den man da drin hat. Okay. Also OneDrive ist nicht bloß, um da mal nochmal zusammenfassend zu sagen, eine Geschichte, wo ich sage, ist eine Ablage wie Dropbox Box oder sonst irgendwas. Es geht um Co-Authoring. Nur die Leute müssen erstmal sehen, dass man zusammenarbeiten kann. Ich habe vorhin zwei Fälle mal genannt. Ja, das ist sehr, sehr interessant, wenn man das tut. Verschickt keine Links mehr mit Attachment, weil er belastet auch nur das Netz. Nimmt lieber hier einen Link. Vor allem, wenn ihr mehr als eine Person nachher dann auffordert, irgendwelche Eintragungen zu machen, das ist wesentlich besser, das zu machen und nicht so viele Attachment durch die Gegend schicken. Ja. Ja. Auch wenn wir es auch immer gewohnt sind. Ja, das stimmt wohl, ja. Okay, ja, schöne Schlusswort zur Abrundung von unserem Interview. Hans, an der Stelle zuerst mal herzlichen Dank für die vielen Informationen. Man merkt, dass dir das,
dass du den Titel Mr. OneDrive zu Recht trägst und dass es auch dein Lieblingsthema ist, wo du gern drüber sprichst. Vielen Dank für den umfassenden Einblick. Es gibt sowas wie das, die Geschichte kann man mal erzählen. Viele fragen einfach, wie bin ich zu dem Titel gekommen? Die Zeit muss noch sein, aber wenn wir schon 2 Stunden reden. Aber die Sache ist einfach so entstanden, dass die Leute einen neuen Manager, der irgendwann mal auch MVP war, zum MVP Summit gekriegt haben. Der hat am Anfang gar nicht so viel gesagt. Mittlerweile ist es ein ganz anerkanntes Gesicht. Steven L. Rose ist wirklich, mit dem kann man wirklich gut reden. Und ich kam von der Toilette nach der Session und dann haben sie mich vorgestellt. This is Hans, this guy is coming from Europe, from Germany. This is Mr. OneDrive out of Germany. Und so ist der Begriff dann damals gekommen. Den habe nicht ich selber getragen. Und mit der Autogrammkarte kam das einfach so, dass mich immer mehr Leute gefragt haben, kann man mal ein Selfie mit dir machen? Und dann habe ich mal irgendwann gesagt, das muss auch mal sein. Was in dem Thema drin stecke, das ist richtig. Was wir heute in 2 Stunden gemacht haben, geht noch viel tiefer, wenn man es ganz Punkt für Punkt in Firmen machen kann. Denn das ist mein Job, den ich heute immer noch nachgehe, weil es noch unheimlich viel Spaß macht. Dann reden wir einen ganzen Tag drüber. Und ich glaube, das Thema ist so interessant, weil es immer mehr Adaptionen bringt, zu dem, was Microsoft uns da eigentlich zur Verfügung stellt. Doch, auf jeden Fall. Nee, ganz toll. Du bist ja auch sonst unheimlich aktiv. Wir haben ja schon angesprochen deinen Blog, wo du das Ganze auch mit reportest und mit trackst, die ganzen Versionsverläufe. Du machst noch den MVP-Kaffeeklatsch. Du bist ja auch MVP, für die, die es noch nicht wissen. Und machst ja da diesen MVP-Kaffeeklatsch mit dem Raphael Köllner, wo ihr ja auch diverse Themen immer wieder durchdiskutiert. Ich werde auch da den Link entsprechend mit veröffentlichen. Also ganz toll, dass du da überall die Zeit dazu findest, ja. Naja, gut, ich meine, einerseits macht es unheimlich viel Spaß. Zweitens ist das eigentlich, wo ich sage, wir haben nun mal die Möglichkeit, für die MVPs gibt es nur 4.000 weltweit, wenn man mal in das Programm reingerutscht ist, das ist die Community-Arbeit, die am Wochenende oder so stattfindet oder in der Woche irgendwann mal für umsonst irgendwo Informationen weiterzugeben. Das ist noch nicht überall irgendwo eingetreten. Mir macht es mittlerweile einen riesigen Spaß, an allen möglichen Events da irgendwo zu kommen. Aber ich sehe auch den riesigen Unterschied, ob du jetzt eine 5-Mann-Bude hast oder eine 10-Mann-Bude oder ein 40.000-Mann-Unternehmen. Weil wenn du das beides miteinander verbinden kannst, dass Leute dann auch auf dich zukommen, als ich auf der Ignite eingeladen worden ist, und das ist, darf man denkt immer nur, Ignite, so eine, ja, das ist eine Konferenz, es ist eine Riesenkonferenz. Es ist die größte Konferenz, die Microsoft in Orlando in Florida hatte und auch dieses Jahr wieder hat im September, wo sich 28.000 Leute danach zusammengefunden haben, 900 Sprecher, davon 750 waren von Microsoft, 150 waren externe. Und es war eine Ehre, wenn man eingeladen wird, darüber zu fliegen und den Leuten etwas auch zu präsentieren, was eigentlich von ihnen ur selber stammt. Aber sie wissen um den Ganzen, es gibt ein Mode-Programm, wo auch der Raphael zum Beispiel drin ist, mit etwa 100 Leuten. Und sie kümmern sich. Das ist eine sehr, sehr nahe Verzahnung. Du bist der Sache ein bisschen voraus. Du kannst mit den Leuten reden. Und zum Abschluss, es gibt ein paar Sachen, wo ich Fehler, beziehungsweise Fehler bei uns, sogar in der Firma, jemand das gemerkt hat, wo wir dann getan haben. Und als ich dann drüben war, zufälligerweise auf dem letzten Summit, dann hat man, auf die Idee wären wir nie gekommen. Da haben sie mir einen Ingenieur zugewiesen. Und Insights, also es ist nicht der erste Fehler, den ich reportet habe und ich habe es auch ausprobiert. Intern im Team grassieren die und haben die alle Namen. Die nennen sich nämlich Hans Back. Das heißt also, solche Fehler haben einen eigenen Namen. Aber es muss sich wirklich um einen Fehler handeln und das ist nicht immer. Und viele denken sich einfach, naja, da reportest nur etwas. Dafür gibt es die ganzen normalen Kanäle. Das ist ganz wichtig, dass man, wenn man irgendwo meint, nicht zurechtzukommen, ja, dass man wirklich sagen muss, welches Betriebssystem benutzt du? Und da brauche ich wirklich die Versionsnummer. Ja, welches Office benutzt du? Ist das Office als MSI oder als Click-to-Run installiert, also von Office 365? Ja, in welchem Tenant-Alter lebst du? Das heißt, ist es auf der First Release oder ist es normal nachher drin? Hast du die Enterprise-Version? Punkt, Punkt, Punkt. Das sind eine ganze Menge Informationen. Welche OneDrive for Business-Version? Ich komme schon manchmal gar nicht hinterher. Das noch haben mitzuschreiben. Ich track's eigentlich alle, aber das ist einfach die Information, weil ich es auch noch in Englisch mache.
und ab und zu den Kollegen sagen muss, und die prägen das auch. Du holst uns aus der Zukunft zurück. Microsoft ist immer 3 Monate in der Zukunft oder 400 Nummern. Ja, die sind wesentlich weiter und müssen dann wieder in die Normalzeit zurück. Es macht einen Riesenspaß, mit den Leuten zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch welche, wo ich dann sage, ey, ich brauche ohne die Information kann ich nicht anfangen. Ja, es geht nicht ohne das. Und man macht es natürlich nicht hier als Hauptteil, weil es gibt bestimmte Sachen, ja, müssen Updates, müssen installiert sein und so weiter. Davon gehe ich erstmal aus. Aber manche, die liefern mir Screenshots, wo ich nicht sehen kann, weil alles irgendwo nachher nur durchgestrichen ist. Funktioniert auch nicht. Also ein paar Informationen muss ich schon lesen können. Okay, Hans, nochmal herzlichen Dank an dich für das ganze Interview, auch im Namen der Zuhörer, Zuschauer. Vielen Dank für die vielen Infos und vielleicht sprechen wir uns ja dann mal wieder, wenn es wieder neue Punkte auf der Liste gibt, was alles Neues funktioniert oder was dann für Ausblicke da sind. Alles klar, okay, Dankeschön. Also, Hans, danke, tschüss. Tschüss. Okay.